Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Hier ist die Oktoberausgabe vom Sprechplanet bei Massengeschmack TV. Inzwischen, ich habe gerade noch nachgerechnet, Folge 25. Das schreit nach einem kleinen Jubiläum. Da brauchen wir natürlich jemanden, der Großes geleistet hat in seinem Leben. Hatten wir alle schon hier zu Gast, aber ihn noch nicht. Holm Dressler, herzlich willkommen. Hallo, servus. Eingeflogen aus München. Ja. Heute erst hierher gekommen. Genau, gerade eben. Sind Sie öfter in Hamburg oder ist das immer Mein Bruder lebt hier. Aha. Insofern und auch Freunde. Gute Freunde. Ich war so ganz am Anfang meiner Fernsehtätigkeiten hier in Wandsbek Komparse tätig oder als Kabelhilfe beim NDR. Ja. Ja, genau. Ich habe gelesen, über 40 Jahre sind Sie in dem Business tätig. Jetzt haben Sie eben gesagt, sogar schon ein bisschen länger angefangen. Ja, also die Kabelhilfe, wenn man die nimmt, die war 72 beim NDR, Roten Baumchaussee oder auch draußen Lockstedt oder dann Wandsbek Komparserie und dann aber, bevor ich es richtig dann mal zähle, war es 77. Mhm. Sie haben die ganz großen Shows alle betreut, kreiert, mitgestaltet. Trotzdem sind Sie selber natürlich im Hintergrund geblieben, haben entsprechend dann so den öffentlichen Ruhm nicht so mitbekommen, aber trotzdem die ganze Anerkennung durch den Erfolg dieser ganzen Sendung. Wo kam das Interesse her bei Ihnen? Warum wollten Sie unbedingt in diese Branche rein? Ja, das war nicht von Anfang an gegeben, sondern ich wollte Musiker werden. Das heißt, ich habe mit 18 Jahren Gitarre mir selbst beigebracht, in der Hochzeit des Beat, der Beatmusik, so Rolling Stones und Beatles. Ich bin das selbst beigebracht und war dann relativ schnell Solo-Gitarrist in Bands, im Raum Hannover, Hildesheim und Bielefeld. Und da war sozusagen für mich klar, die Musik ist mein Leben. Und dann habe ich das aber irgendwie zögerlich begonnen und dann, weil ich alles noch sozusagen auch noch unter Elternhaus gelebt habe, wollte mein Vater, dass ich was Anständiges lerne und hat den völligen Gegensatz zu dem ausgesucht, nicht Bankkaufmann. Das habe ich dann auch gemacht. Das war aber ein Problem. Für die Band waren die Haare zu kurz. Für die Band waren die Haare zu lang. Ja, das waren die Probleme, die man damals hatte. Das waren wirklich richtige Probleme. Ja. In diesem Zwiespalt lebte ich. Und dann habe ich das Abitur nachgeholt in Hannover auf einer Ganztagsschule. Und dort musste ich jobben. Und da hieß es, Mensch, beim Fernsehen, am NDR im Maschsee brauchen sie Kabelträger. Hast du ja da nicht Lust, für 5 Mark die Stunde was zu machen? Ich mache alles, bin ich hin. Und dann habe ich verglichen mit dem Fernsehen, die bunte Welt, das war Musik aus Studio B. Henning Fenske war der Moderator. War ich auch schon mal zu Gast vor ein paar Monaten. Und dann mit Heino und Rex Gilder und diesen ganzen Größen. Und die bunte Welt sozusagen der Lampen. Und dann habe ich das mit der Bank verglichen. Und da sagte ich, das wird nichts. Also dann bleibe ich hier beim Fernsehen und wäre ein großer Star. Ja. Hat ja auch in gewisser Weise geklappt. Das mit der Musik dann nicht mehr so verfolgt? Oder? Nein, mit der Musik nicht, weil es auch dann sozusagen eine Situation war, die Band wollte auch Profimusik machen und ich habe immer alles auch immer aus Spaß heraus gemacht. Ich war nicht derjenige, der probt, sondern auch beim Fußball und so. Ich habe alles mag immer aus Hörhoffen, immer bloß nicht proben oder Training, das war für mich nichts, sondern ran an die Gitarre und loslegen. Aber wo es dann zur Pflicht wurde, habe ich mal gekniffen. Und da war für mich, schien mir das Fernsehen der richtige Marktplatz für mich zu sein. Also der Wikipedia-Artikel über Sie ist unheimlich lang. Sie haben auch eine schöne Internetseite, wo so viele Sendungen draufstehen, die ich alle natürlich auch alle kenne, in gewisser Weise, soweit ich das auch damals schon konnte. In den frühen 80ern waren die etwas kleiner, aber die großen Sendungen habe ich alle gesehen, auch in späteren Wiederholungen. Wetten, das steht da drin. Ja. Millionär gesucht mit Günther Jauch, siehste, Nase vorn. Ja. Ganz, ganz viele Sendungen, immer gepaart, meistens zumindest mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Frank Elstner. Ja. Und in dem sehr langen Wikipedia-Artikel, da steht drin, bekannt wurde Dressler, als er 1977 bis 1992 die Fernsehprojekte von Thomas Gottschalk im Hintergrund betreute oder am Laufen ließ. Und das klingt natürlich schon nach einer ganz, ganz großen Karriere, weil das da auch die Hochzeit war. Also wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, also das war wirklich Glück, auch dass ich jetzt in der Hochzeit des Fernsehens, des 80er und der 90er Jahre, dann wirklich dann dabei war. Ja. Also 77, Ende der 70er Jahre,
Da war dann eben montags mal sozusagen, ich hatte einfach Glück, dass ich zu einem Sender dann kam, in dem ich Aufnahmeleiter war bei verschiedenen Sendern. Und dann war ich bei Baden-Baden und dort wurden produziert auf Los geht's los mit Blackie Fuchsberger, Montagsmaler. Und das war mein Einstieg sozusagen als Aufnahmeleiter oder zweiter, also mal Kaffeeholer. Dann habe ich aber die Menschen kennengelernt und mich relativ schnell auch mit denen angefreundet. Auch an Blackie Fuchsberger und auch an Frank Elstner. Und die dann mehr oder weniger gesagt, bleib doch gleich hier und mach das doch. Und irgendwie und so, zack. Und so hat sich das ergeben. Und 77 wurde ich fest angestellt in diesem Sender, SWR. Mhm. Und damals hatte gerade Thomas ein Casting, Moderationscasting, nicht wie heute in der Öffentlichkeit, sondern so quasi im Studiokeller gemacht. Und den fanden sie gut. Und da haben sie gesagt, Mensch, pass mal auf, wir stellen die beiden einander vor. Das ist Thomas, der soll für uns moderieren. Und das ist der Holm, der soll die Sendung hinter den Kulissen gestalten. Das macht was. Ja, was natürlich auch schon ein Ding ist, wenn man als Kabelträger angefangen hat, dann auch schon ein paar Jahre später zu dem zu sein werden, der die Sendung gestalten soll. Ja. Haben Sie da auch noch irgendwie nebenbei noch was studiert? Oder? Nein, also das waren 4 Jahre genau genommen, also oder 5 Jahre. Aber ich muss wieder sagen, das war schon eine Durststrecke für mich persönlich. Ja. Denn ich habe unter Existenzminimum diese 5 Jahre gelebt. Ja, glaube ich. Ja. Von der Freundin damals oder von den Freundinnen damals. Und irgendwie wurde das nichts, denn man hat einen Job bekommen und dann wieder lange Zeit nicht. Man hatte kein Polster an gar nichts. Und man weiß ja nicht, dass es 4 Jahre wird. Dann sagt man noch 2, noch 1 und zack, dann wird's. Sondern es geht 1 Jahr rum, tut sich nichts. 2 geht, tut sich nichts. 4 Jahre tut sich nichts. Und dann aus heiterem Himmel, ohne dass man sich persönlich verändert hätte oder dass man was anders gemacht hat, schlägt das gut zu. Und dann plötzlich auch so eine große Verantwortung. Ja, na gut, also die Redaktion, so nennt man das ja heute noch, die Redaktion einer Sendung bedeutet eben dann schon die redaktionelle Verantwortung. Die Gestaltung ist natürlich deine Sache mit dem Moderator, auch mit den jeweiligen Chefs, die man hat, Unterhaltungschefs. Und ich war zum Glück immer kreativ, sehr kreativ in allem Ding, in Ausreden, aber auch im Produzieren sozusagen. Und das hat mir da richtig geholfen, dass ich sage, ach, mach mal dies und jenes. Und der Durchbruch war dann eben, dass man gesagt hat, hier der Holm und da der Thomas macht was. Und dann waren das die Telespiele, die allererste Computer-Game-Show im Fernsehen, wo dieses Pong-Spiel ein Techniker umgewandelt hat, dass man mit einem Mikrofon Geräusche machen, reinruft, rein singen, rein bläst, was auch immer. Und dadurch also das Pong. War auch tatsächlich so. Das wurde nicht irgendwie gesteuert. Nein, das war tatsächlich ein Techniker hatte das so moduliert, mit Lötkolben und allem und Drähten, die man gesehen hat, dass sozusagen hinter die Kulissen Chaos. Aber es funktionierte. Der Mikro, und der Zeiger ging hoch und dadurch wahnsinnig präzise, konnte man wahrscheinlich den Ball zurückschießen. Ja, wir gucken mal ganz kurz rein, da möglicherweise erinnert sich der eine oder andere da nicht mehr dran. Bei YouTube gibt es ein bisschen was dazu. Gut. Nun war das Ganze auch nicht so abendfüllend, sage ich mal, auch damals nicht. Also man musste noch was dazu erfinden und dann haben wir einfach Konserven zusammengestellt von Rockmusik und Comedy-Einspieler, Filmausschnitte von Ben Hur bis sonst wie. Und die Idee war, dass der Gewinner eines Matches sich aus einem Menü von Ausschnitten, heute würde man YouTube-Ausschnitte nehmen, würde man sich aussuchen. Also hat Otto gegen Udo Jürgens gekämpft, auch indirekt. Ja, ne? Und das wurde dann gespielt. Ne? Und wenn ich sage, ich will nicht Udo Jürgens, wollte Otto gucken, aber wenn er verloren hat, war es nicht. Und wie lange war der Ausschnitt dann? Na, das war schon 3 Minuten, Zeitgewinn. Wow. So. Aber es gab ja auch keine Videorekorder. Na gut, nicht oder? Für zu Hause doch nicht. Ja. Das kam gerade, so die ersten Video 2000-Geräte damals sozusagen. War das eine Sendung, die für Thomas Gottschalk, also hätte er die Karriere auch gemacht ohne diesen Start? Ich behaupte schon, klar. Jetzt war das natürlich, glaube ich, im Nachhinein einfach ein guter Start, wie später dann aber na sowas auch, ja. Wo es ja nochmal eine weitere Stufe war. Hier war eben, ein anderer wäre vielleicht auch eingebrochen, sozusagen. Die haben wir ja über, glaube ich, 2 Jahre gemacht, erst im 3. und dann ins 1. Ja, wahnsinnig. Ne? Und letzten Endes sagt man ja, da braucht es einen Thomas, der einfach auch für sich selbst Programm ist. So dass man eigentlich dieses war auf 3 Beinen. Ja. Thomas war Programm,
das Spiel und dann die Ausschnitte. Ja, ja. Und daraus ergab sich dann diese Dreiviertelstunde. Zwei von den drei Komponenten hätten nicht gereicht wahrscheinlich. Ne? nee, es gehört eben dann jemand dazu. Und das war eben Thomas. Und so einen Typ von Moderator kannte man auch nicht. Der hat sich nicht vorbereitet, hat auch keine Karteikarten und nichts in der Richtung. Und kam dann 2 Minuten vor Live-Sendung sozusagen mit Schal abgehetzt, weil er doch noch irgendwie ein Brötchen kaufen musste oder was auch immer. Und zack, gleich durchgehend, Studio auflegt und an. Ja. Und dann hat er es gemacht. Gab es damals, als solche Sendungen starteten, auch schon Quotendruck? Oder hat man sich da wirklich mehr Zeit gelassen? War da, die erste Sendung auch schon... Also auch da habe ich natürlich das Glück gehabt, sage ich mal, dass ich angefangen habe mit Fernsehsendungen, die zwar schon Quoten irgendwo bemessen haben, aber die Tatsache, dass es nur 2 Sender gab, ARD und ZDF, und die dritten, die aber jeder für sich regional unterschiedlich aufgestellt waren, war das schon ein Wettbewerb, der auch bemessen wurde. Das heißt, es wurden auch Sendungen schon abgesetzt, die gar nicht gelaufen sind. Mhm. Und es wurden Sendungen weitergeführt, die gut gelaufen sind. Mhm. Aber wir bewegten uns da in 40%, 50% Marktanteil. Ja. Und wir haben die Krise gekriegt bei 35%. Oha. Ja, das kann man sich jetzt tatsächlich inzwischen nicht mehr vorstellen. Ja. Ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die auch gar kein Fernsehen mehr gucken seit ein paar Jahren. Das ist ganz, ganz komisch, wie sich diese Entwicklung... Und ich war früher so ein Fernseh-Junkie und habe wirklich alles geguckt. Ich habe auch alle Spielshows und so auf Videokassette aufgenommen. Ich hatte ganz viele Videokassetten. Ja, ja. Und ich war da totaler Fan von. So verändert sich durch die Zeit. Ja. Wie sind Sie mit Wetten, dass in Berührung gekommen? Wetten, dass war es dann eben auch die nächste Entwicklung. Also es war dann so, dass zu der Zeit, als ich da eingestiegen beim geholt wurde, als Nachwuchsredakteur eine Festanstellung bekommen, waren sozusagen Shows eben mit Thomas, mit Frank Elstner, mit Blacky Fuchsberger und mit Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Blacky Fuchsberger hauptsächlich. Andere natürlich auch noch, weil ich eine Musiksendung gemacht habe. Und dann wurde das ZDF eigentlich aufmerksam auf den damaligen stellvertretenden Unterhaltungschef, der hieß Wolfgang Penck. Und den haben sie zum Unterhaltungschef des ZDF gemacht. Und der hatte den Thomas, der hatte mich und den Frank gefragt, würdet ihr mitkommen, sozusagen. Und wir haben gesagt, ja, mit wem denn fahren? Warum? Und ja, also, weil natürlich das ZDF schien uns dann schon auch nochmal eine Stufe für alle. Aha, weil es hieß, du hast eine Abendshow und dann die ist groß und du hast dann noch mehr Verantwortung, kriegst auch ein bisschen mehr Geld im Monat. Mhm. Du bist dann nicht mehr der Nachwuchsredakteur, sondern der Redakteur. Okay. Also so hat man uns gelockt. Und dann war das aber zeitversetzt. Das heißt, Wetten, das hat angefangen im Februar 81 mit Frank, am Anfang sehr beachtet, aber auch mit viel Kritik, weil es war Überlänge und man wusste nicht so recht, was man von der Sendung halten sollte, weil der Frank hatte im Kopf Guinness Buch der Records aus England und hatte gesagt, man wetten um Rekorde. Mhm. Dann waren aber auch eben Wetten, dass die dann durchgeführt wurden, Wetten, dass draußen vor der Tür die Frau mit den längsten Haaren steht und gleich reinkommt. Das war die Wette. Da hat man sich natürlich überlegt, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die steht da gar nicht. Was ist dann das für eine... Also sie wird da schon stehen. Ja, sie wird da schon stehen. Okay. So, also weil es um diese Rekorde ging. Ja. So, und das war die Ursprungsidee. Das war die Ursprungsidee. Also ist, wenn man jetzt sagt, Frank Elstner hat Wetten, das erfunden, hat er auch ganz grob erfunden. Na gut, ja, er hat es schon erfunden, um etwas zu wetten, wenn Leute etwas machen. Ja, okay. Ob eine Wärmflasche aufpusten, wie auch immer, oder eine Frau mit den längsten Haaren oder was auch immer. So, also der Grundgedanke eines Wettkampfes von Kandidaten und darum prominente Wetten darum, das war schon von ihm. Das war auf einem Waschzettel und daraus hat sich bis zuletzt auch nichts geändert. Ja. Es hat sich dann nur entwickelt. Mhm. Und ich wurde dann mit der 5. Sendung bin ich eingestiegen, im gleichen Jahr des Beginns, also mit der 5. Und war dann der Redakteur von Wetten, das fest angestellt vom ZDF. Gut, und dann haben wir damals eingeführt, dass ich eben sagte, damals war noch der Glaube, das kommt fast heute wieder ein bisschen, dass alles klappen muss im Fernsehen. Alles muss klappen. Und deshalb ist man immer auf Nummer sicher gegangen. Und da habe ich dann aber gesagt, bei einer Wette aber eigentlich falsch. Ja. Eine Wette muss an sich spannend sein. Und auch wenn sie misslingt. Und dann ist das nicht peinlich für die Redaktion, nicht peinlich für den. Es darf etwas misslingen. Mhm. Im Fernsehen darf nichts misslingen. Doch, das war man einfach nicht gewöhnt. Ne? Das war man nicht gewöhnt. Ja. Weil man gecastet hat auch da. Ja. Und es muss funktionieren. Und dann ist dieses Klappen einer Wette eben großartig. Aber das Misslingen einer Wette, um Gottes Willen, wen haben
wieder ausgesucht. Befreit euch davon. Ja, okay, verstehe. Befreit uns. Seitdem haben wir die Wetten eigentlich dahin ausgesucht, dass wir nicht Wetten genommen haben, wie die Frau vor der Tür, die einfach klappen und natürlich aber auch nicht die, die keine Chance hatten. Also irgendwo dazwischen haben wir immer versucht, den Weg zu finden. Gab es damals ganz viele Bewerbungen? Am Anfang noch nicht, weil man natürlich auch nicht so recht wusste. Aber das hat sich schon, also der Durchbruch war auch im gleichen Entstehungsjahr. Das war der LKW auf Hiel Birtgläser. Ja. Das war wirklich die Mutter aller Wetten. Wo dann nicht nur die Tatsache, dass das sehr spannend war, weil man da sowas noch nicht gesehen hat. Das war auch im Umfeld sehr großartig. Und das hatte eine Sogwirkung für Kandidaten zu Hause, für Zuschauer, auch an den Biertischen, in den Lokalen. Wir können da mitmachen, wir müssen nur die Idee haben. Ja. Und das war tatsächlich dann, bis dahin hatten wir vielleicht 200 Zuschriften und dann kamen 2000. Ne? Und die musste ich alle durchlesen. Alle durchlesen. Und wie geht dann so der Prozess, wenn man, sagen wir mal, man hat jetzt mal die 20 Besten, man muss ja gucken, das koordiniert bekommen. Also es war eigentlich so, dass das natürlich dann auch eine Redaktion mit Mitarbeitern gelesen, gelehrt wird. Ist das was, ist das was? Also sagen wir mal 2000 Zuschriften. Von den 2000 bleiben 200 hängen, aber du hast auch 1800 durchgelesen vorher. Ja, das stimmt. Das ist kein Automatismus. Und das ist ja auch alles damals noch viel... ja, die gar nicht so klar zu sehen, da waren wahrscheinlich Briefe einfach. Briefe, oder? Auch kein Computer und, irgendwie nicht registriert oder was auch immer. Das heißt, das war nur mit Marker und dies und könnte interessant sein. Also 200. Wir brauchen aber nur 4. So, und von den 200 ging man dann nochmal, dann hat man telefoniert, mit denen gesprochen und dann gesprochen und dann blieben 20 über, also nochmal 20. Und die 20 habe ich besucht, von Helgoland bis Garmisch-Partenkirchen und habe mir das vorführen lassen, was sie behauptet haben zu können. Oder sie auch eingeladen zum Sender. Ja, richtig. Oder eingeladen zum Sender, um mir das wie ein sozusagen Zirkusdirektor. Der Nächste. Ja. So, und jetzt war es eben auch wichtig, eine Wette nicht nur zu beurteilen, klappt das, dann ist es vielleicht langweilig, klappt es nicht, aber vielleicht steckt da was hinter. Vielleicht müssen wir eine Zeitvorgabe machen, vielleicht müssen wir das etwas verändern. Und das war so dieser Entstehungsprozess dann von Wetten, von denen wir dann 4 eingeladen haben. Gab es dann da auch Sachen, die einfach wirklich schief gegangen sind, wo man sagt, die hätten wir besser nicht eingeladen? Oder war das einmal, dieses Spiel mit dem Reiz, dass es schief gehen kann, dann auch nicht so schlimm? Oder? Ja, doch, es wurde ja zuletzt, wenn man jetzt mal in die Gegenwart springt, in die Fassgegenwart, der Unfall von Samuel Koch, der hat ja diese Diskussion auch bei mir wieder in Erinnerung wachgerufen. Wo man sich rückwirkend dann fragt, mein Gott, wir haben auch ganz schön gefährliche Sachen gemacht. Ja, und warum? Natürlich wurde der Erfolgsdruck, der da war, der führt einem erstmal natürlich, indem man sich drückt und läuft, sozusagen. Und dann gibt es auch schwächere Wetten und da haben wir auch es wurde an allem gerochen, an allem gefühlt irgendwie. Stimmt, alles wurde schon mal auswendig gelernt. Und der Bagger gelernt. Und dann hat auch die Presse natürlich gebohrt. Und sagt ja noch ein Bagger und noch mal gerochen und so fällt euch denn gar nichts mehr ein. Und ich war immer derjenige, auch der gesagt hat, die Kreativität des Publikums ist eigentlich unerschöpflich. Wir müssen da vielleicht noch mal einen Zahn drauflegen. Und jetzt durch den auch dann schon Quotendruck und Erfolgsdruck, auch den man sich selbst... Ja, klar. Immer mehr. Mehr dann, ne? dann ist auch mir, sind auch mir bestimmt Dinge passiert, sage ich mal ruhig, wo ich dann Wetten in die Sendung genommen habe, die man hätte vielleicht nicht nehmen sollen. Und die, ich kann mich an ein oder zwei Wetten erinnern, die auch wirklich haarscharf daneben gehen hätten können. Und beim Testen fanden wir das spannend. Wir haben uns immer die Frage gestellt, beim Casten oder beim Testen, was ist eigentlich, wie formulieren wir es, wenn die Wette nicht gelingt? Denn das ist ja Spielprinzip, die darf ja auch misslingen. Was ist aber dann? Was sehen wir dann? Und das habe ich in zwei Fällen eigentlich außer Acht gelassen. Das war eine Wette, wo... wo Reifen während der Fahrt gewechselt werden sollten, klassisch artistisch auf zwei Rädern fahren und die beiden, die oben sind, die Menschen, die Leute selber, und die Leute mit allem, was dazu gehört, mit Wagenheber,
mit allem auswägen und wieder reintun. Aber wenn er natürlich doch das geklippt wäre, dann wüssten wir nicht, was passiert wäre. Ja. Und das Zweite war natürlich auch spektakulär. Also beide Wetten haben glücklicherweise funktioniert. Aber die Zweite war auch, wo Thomas und ich während der Sendung einfach auch der Atem stockte, wo jemand behauptet, dass er mit einem Fallschirm aus einem Freiluftballon springt und in denselben Ballon wieder rein, in den Korb. Wie soll das gehen? Sag ich, gut, ich springe runter, ziehe relativ früh, damit der Schirm sich öffnet und der Ballon, der lässt sozusagen Gewicht ab, damit er sozusagen auch fällt. Und dann überholt der Ballon den Fallschirm und der geht wieder in den Korb rein. Haben wir gemacht, was passiert? Beim ersten Mal hat es nicht geklappt und dann hat sich der Fallschirm zerfaltet. Mhm. So, und der ist wie ein Stein runter. Und zum Glück ging der Schirm wieder auf. In dem Moment aber haben wir gedacht, puh, zum Glück. Mhm. Also da muss man sich immer die Frage stellen, was kann schlimmstenfalls auch an Unfällen dann raus? Richtig. Ich habe auch mal irgendjemanden, der ist so ein, ich weiß nicht, was, auf dem Motorrad oder so, in so eine Bobbahn runtergefahren. Ja. Das sind manche Sachen, wo wirklich... Ja gut, bei Geschwindigkeitsrekorden, Bobbahn rauf, Bobbahn runter. Ja. Und wir hatten auch Mountainbike, eine Skiabfahrt gegen einen Skiabfahrer runter, der mit dem Bike. Mhm. Klar, die konnte man natürlich irgendwie schützen. Ne? Also mit Helmen und mit irgendwelchen Klamotten, dass die sozusagen gefedert halbwegs runterkommen. dann musst du auch jeden Abfahrtslauf in Frage stellen. Ja, das ist sportlich. Richtig, ne? Richtig, also eine gewisse Gefahr bleibt dann. Auch, aber wo dann, wo mir ging oder uns ging es ja, welches Risiko gehen wir ein oder wo verschärfen wir auch es unnütz? Mhm. Und diese Fassgegenwart vor 2-3 Jahren oder schon länger her mit Samuel Koch. 2011. Da weiß ich noch, dass als die Wette ausgesprochen, ich glaube sogar, es war damals Otto, als die Wette formuliert wurde, dann hatte ich fast als Reflex wieder überlegt, wie sieht es aus, wenn die Wette nicht gelingt? Ja. Wird er dann überfahren? Ja. Wie ist sozusagen, was muss ich mir vorstellen an Bildern? Ja, im Prinzip ja. Hat leider nicht geklappt. Wenn er den Absprung nicht schafft, wird er überfahren. Hat leider nicht geklappt. Ja. So. Und aber immer sich die Gedanken weitermachen. Ich war ja nun auch nicht mehr verantwortlich, sondern war zu Hause. Und das hat sich dann eben als tragisch dann bewahrheitet. Wie haben Sie den Moment empfunden, als Sie das dann gesehen haben? Also ich weiß natürlich und ich wusste, dass Thomas zwei ganz, ganz, ganz große Sorgen immer hatte, wo er sagt, da kann meine frohe Natur nichts mehr retten. Ich kann mich aus allem rausquatschen. Ja. Aber zwei Dinge dürfen nicht passieren. Das erste, ich darf nicht zum Opfer, zum Zielscheibe eines Entführers werden, dass meine Familie bedroht wird. Und ich muss in der Live-Sendung den Maxe machen. Mhm. Weiß aber, dass in den Kulissen die Hölle los ist. Also. Ja. Also Anschlag, befreit ein Anschlag sozusagen. Das Zweite ist ein Unfall, wo jemand ernsthaft verletzt wird, dann bin ich am Ende, da kann ich nicht drüber retten. Und das ist dann eben passiert. Und da habe ich mich auch sofort, als das passiert ist, sofort natürlich daran erinnert, wo ich sagte, dass da macht Thomas nicht weiter. Dass er trotzdem noch ein Jahr weitergemacht hat, fand ich eigentlich nicht gut, weiß auch nicht genau, was ihn bewogen hat, nicht sofort aufzuhören. Der hat ja dann noch weitergemacht. Aber es war dann eben auch nicht mehr zu retten. Und damals wurde ich oft als ehemaliger Wettendasmacher gefragt. Ich hätte dann auch sofort aufgehört und dann lieber 2-3 Jahre Pause, um dann nochmal anzufangen. Warum? Weil ich meine, der Moderator hat ja da nun... Kann man, also wenn man da einfach geht, ist das richtige Zeichen? Es hat unterschiedlich. Es ist einmal ein Respekt vielleicht, den man damit zeigt. Man kann jetzt nicht in 6 Wochen sehen. Nee, das ist wieder. Richtig. Ja. Ne, das ist eine respektvolle Haltung, die einfach dann dazu führt, dass man sagt, jetzt müssen wir einfach mal die Reset-Taste drücken, uns wiederfinden und alles machen. Also das ist dann wie ein Sabbatjahr oder 2 Sabbat, also eine Ruhe im Karton. Und dann hätte man durchaus, behaupte ich, wieder weitermachen können, weil, wie sich ja im Nachhinein auch gezeigt hat, die Redaktion hat keine Fehler gemacht. Sie haben den 3-4 Mal kommen lassen, den Samuel Koch, 3-4 Mal das proben lassen und nochmal, bevor sie ihn in die Sendung gegeben haben. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände dann.
Da war doch das Autodach, spielt ja auch noch eine Rolle. Ja gut, das war das hauptsächlich, erst mit dem Hinterkopf im Überschlag an das Autodach seines Vaters, der diesen Wagen ausgerechnet gefahren hat, mit dem Hinterkopf draufgeknallt. Hast du den mal kennengelernt, den Samuel? Ja, ja, wir sind sogar eigentlich ganz gut befreundet. Also durch spätere Fernsehtätigkeit habe ich ihn kennengelernt, als er ausgezeichnet wurde mit einem Preis. Dass er die Stärke bewiesen hat, als Schauspieler weiterzumachen, dass er den Lebensmut nicht verloren hat, dass er sozusagen, und das ist ja großartig. Und da habe ich ihn kennengelernt und seitdem haben wir uns öfters getroffen. Mhm. Das war jetzt schon ziemlich das Ende von Wetten, dass Markus Lanz war dann noch ein paar Jahre da, dann war es dann tatsächlich mal vorbei. Mhm. Es wird immer über eine Rückkehr spekuliert, wenn es auch nur einmalig ist. Außer Thomas Gottschalk kann das, glaube ich, auch keiner. Ja, man hat natürlich damals der Wechsel, den habe ich ja nun hautnah auch mitbekommen, weil ich von Frank Elster zu Thomas Gottschalk war, jetzt ja auch ein Wechsel, den ich auch mitbekommen habe. Hieß das damals auch, das kann keiner schaffen? Kann keiner schaffen, weil sozusagen mit dem Moderator, also bei Frank, der es ja auch 6 Jahre gemacht hat, und die ihn auch da in dieser Show liebten, weil er aber auch so ein Garant war, die ruhende Pol zwischen den Verrücktheiten der Wetten, so war er der ruhende Pol, den er als Journalist hat und war gut vorbereitet. Stimmt, ja. Und war der Ausgleichende und konnte das prima. Und jetzt sollte ein Thomas bekannt aus einer sowas, ein Hallodri, kommen und da das diesen Schritt haben auch viele Zuschauer am Anfang nicht mitgemacht. So, was wird aus Wetten, das um Gottes Willen, das wird jetzt eine Kasperle-Show. Ne? Und er hat aber seinen Stempel aufgedrückt. Und jetzt behaupte ich durchaus, man hätte Wetten, dass weitermachen können, mit neuen Moderatoren. Und wenn man denen auch den Freiraum, weil ich immer Joko und Klaas darin gesehen habe, ach, tatsächlich, den Freiraum gelassen hätte. Gar nicht Harpe Kerkeling, doch, der wäre es auch großartig gewesen. Ja. Also ich hatte 3 Favoriten eigentlich, die Ina Müller, die Harpe Kerkeling und Joko und Klaas. Ne? Beide hätten jetzt sich nicht die Schuhe von Thomas anziehen müssen, sondern hätten das zu ihrer Sache gemacht. Ja. Und es wäre trotzdem in der Basis, hätte es bleiben und erfolgreich werden können. Weil die auch alle in der Unterhaltung. Und bei Markus war ihm das Problem, man hat dann eigentlich einen Rückschritt wieder zu einem Runenpol, einem Journalisten wie Frank Elstner gesucht, also wieder den Gegenpol. Und aber es war bis dahin, war es einfach eine Zirkusveranstaltung. Das stimmt. Und das die sollte auch so bleiben. Waren Sie eigentlich auch bei der Buntstiftwette damals da? Da war ich auch getestet. Ja, das wollte ich nämlich fragen, weil das muss ja auch ein schönes Casting gewesen. Ja, wir gucken da mal ganz kurz rein. Ja, okay. Da vielleicht, da wird sich wahrscheinlich jeder noch daran erinnern, der sich dafür interessiert. Okay. Und das ist andere Erinnerung. Oh Gott, das ist wieder ein Wunderpunkt. Sorry. Ja, oh weh. Also auch der wurde getestet, auch von mir getestet. Ja, genau. Und für gut befunden. Auch hingefahren. Und den haben wir kommen lassen. In mein Büro. Und machen Sie mal. Ja. So, und dann habe ich gesagt, super Wette machen. Also das auch da wieder ist. Das war in einem Zeitpunkt, wo es einfach lief. Wetten, dass es war großartig. Wir hatten super Erfolg, super Quote. Und das führt auch zu einer gewissen, nicht Nachlässigkeit, aber zu einer gewissen Selbstzufriedenheit, wo wir mittlerweile auch alles glaubten. Ja. Ach, was uns behauptet wurde, das verführbar für die absurdesten Dinge, weil wir es gewohnt waren, dass die absurdesten Dinge tatsächlich gehen. Also man könnte es sich ja auch erstmal vorstellen, dass es eventuell anders. Ja, also man hat auch die Frage gar nicht gestellt, da behauptet jemand, Buntstifte am Geschmack zu erkennen. Ja. Und da sagt man Herr mit dem Mann sozusagen, wer das schon behauptet. Vielleicht mache ich einen kleinen Rückschritt als Änderung, bevor ich dann wieder dazu komme. Es hat nämlich auch damit zu tun, dass bei einer sowas der Sendung, die Thomas vorher gemacht hatte, wir ganz bewusst auch auf Castings eigentlich verzichtet hatten. Das Prinzip war, die bunte Wundertüte und Menschen einzuladen, die eben auch behaupten, was zu können. Unabhängig, dass wir auch Stars hatten. Ja. Aber allein schon die Vollmundigkeit, ich kann das. Oder nicht? Wir hatten jemand, der behauptet, dass sein Hund Mama sagen kann. Sag ich, prima, kann man gar nicht schreiben. Herr, mach es. Wusste, aber nicht Carsten, habe ich gesagt, bloß nicht Carsten, denn der wird das nicht können. Also weg damit. Aber bloß gar nicht zwei.
verzweifeln, der soll kommen und Live-Sendung machen. Und dann hat mir jemand, der gesagt hat, dass er einen Chor von Kanarienvögel hätte, die mehrstimmig im Gesang singen. Das kann auch nicht, Herr, super, das schickt uns der Himmel, solche Menschen, die das behaupten. Und dann hatten wir die wirklich alle auf der Reihe, Kanarienvögel, und der hat sie wild dirigiert, die haben keinen Pieps gemacht. Und da lief aber Thomas immer zur Hochform. Ja, glaube ich, ja. Zur Hochform. Mhm. Wenn die Dinge, die nicht klappen, weil jemand was behauptet, Schnitt zurück. Da behauptet jemand, Buntstifte am Geschmack zu erkennen. Herr Mittelmann, perfekt für uns. So, aber da haben wir ihn gecastet, weil wir auch so viele Wetten hatten. Und jetzt kommt von mir ein Kai Rautenberg, so hat er sich ja genannt, als falscher Name. Ja. Dann habe ich vorher angerufen und so, komme aus Frankfurt, na prima. Und der hatte einen solchen Zinken und solchen Schal wie ich jetzt und eine volle Erkältung und Tränen. Und sage ich, ja, ich hätte eigentlich den Test hier absagen müssen, aber ich bin trotzdem gekommen, weil ich so gerne in der Sendung auftreten muss. Hatte die Tränendrüse, immer wohl wissend. Chefredakteur Titanic, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Ich sage, ja, machen Sie sich keine Sorgen und beruhigen Sie sich erstmal eine Tasse hier Tee mit Honig und so. Das kriegen wir schon hin. Und dann packt er seine Buntstifte aus und dann kriegt er eine Brille auf. Von Ihnen? Ja, die Brille. Und die Brille war es ja am Ende. Mhm. Aber die Brille sozusagen einfach eine Skibrille. Eine normale Skibrille, die mit so einem Schaumstoff dann abgedichtet war. So, und dann macht er das und schnieft und schnieft und schnieft. Ja, und er kann das tatsächlich. Diese Buntstifte, die er aus so einem Farbkasten nimmt und schmeckt und schmatzt und sagt ja nicht nur rot, grün, blau, er sagt Kaminrot und Zinnobergelb. Das und sowas darauf passt er eben an. Ja. Das sind ja die feinen Unterschiede. Aber konnte er da dann auch schon durchgucken? Ja, also im Nachhinein, immer da haben wir gar nicht gefragt, ob die Brille schief sitzt. Und jetzt das vorweg zu einem Jahr. Er hatte sich diesen Zinken genau genommen durch irgendwelche Mittel, dass die Nase schwillt, damit eine Lücke frei bleibt. Und in der Tat, die Buntstifte haben am Ende des Stiftes, steht drauf, einfach geschrieben, was für eine Farbe ist. Und wenn ich den so in den Mund nehme und hier durch die Brille nach unten linse, dann kann ich einfach ablesen, weil die Lücke, die kleine Lücke reicht. Aber da muss die Brille zwar nicht, der darf nicht schließen. Und so hat das in der Sendung auch gemacht. Und das führte, dass wir dann solche Brillen so... Solche Dinge hatte man eigentlich mit Sack mit Gummi, und die haben immer solche Ringe dann gehabt. Ja. Wie und bei das? Der Sendung selbst, weiß ich noch, wo er das dann gemacht hat, wo er sagt, ich bin gar nicht Kai Rautenberg, ich bin Bernd Fritzhahn, wo der Thomas, auch bei mir war es eine, normalerweise sind die Redakteure in den großen Fernsehshows oder Produzenten, Producer im Regieraum, hinter dem Regisseur. Mhm. Ich habe gesagt, da hält es mich nicht aus. Ich muss ins Studio, und zwar in Sichtweite, Blickkontakt zu den Moderatoren. Habe ich immer durchgehalten, auch bei Blackie, bei Thomas, bei Frank, bei Günther ja auch später, immer im Studio als Blickkontakt, um in Showteilen mit ihm kurz kommunizieren zu können. Mach das nicht, mach das jenes, geh dahin, geht oder erinnere ihn auch, gerade bei Thomas kurzzeitig erinnern. Das haben wir jetzt vor, das ist die nächste Wette, das kommt vor. So, und dann sieht er mich an und ich mache, was soll ich machen? Einfach so weitermachen, das Zeichen so weitermachen. Ich konnte in dem Fall Ihnen nicht helfen. Und da hat er natürlich dann auch weitergemacht. Aber wir haben ja anschließend Prügel gekriegt. Ich wurde auch zitiert zum Fernsehdirektor und sage, ob wir den Wetten nicht testen. Mhm. Und was da passiert war, also dabei haben wir es gar nicht so ernst genommen. Wir fanden es irgendwo auch originell. Ja, das heißt, die Kreativen konnten sich austoben und fanden es gut, auch wenn mal so ein Skandal passiert, aber das System, öffentlicher Rundfunk, das lässt er trotzdem dann da vortanzen und sagen, aber nie wieder und erste Verwarnung. Tatsächlich? Und das war schon heftig. Aber auch die Presse, die Begleitende, wie kann das passieren? Skandal. Mhm. Skandal. Da haben wir noch ganz andere Dinge mit Cher im Tanga gehabt und Brigitte Nielsen mit freiem Oberkörper. Stargäste waren immer ganz, ganz viele da. Das war auch irgendwann Teil des Systems, Wetten, das, oder? Dass man zumindest für ein paar Minuten irgendein Weltstar da hat. Richtig. Diese paar Minuten habe ich nun auch fast auch eine Anekdote, dass die dann immer zum Flieger mussten. Ja. Dafür bin ich auch nicht ganz unschuldig. Also es gab keinen Flieger. Nein, es fing anders an. Es war noch zu Frank Elsners Zeiten.
Der Frank wollte eigentlich, weil er nicht so gut Englisch sprach und das Simultanübersetzen noch nicht so perfekt war in der Technik, auf deutschsprachige Gäste einfach sich beschränken. Mhm. Und jetzt hatten wir die Chance, Richard Gere zu bekommen. Und den auch Frank sehr mochte, also als Star. Und sagte, Mensch, wir können den nicht von der Couch, wir laden den ein. Und simultan, du wirst gehen, das wird funktionieren, du wirst gar nicht merken, dass der Englisch spricht, du hörst das Deutsch, wir alle hören Deutsch. Und du, also, wir natürlich Filmpromotion. Richard Gere kommt, gut gelaunt. Und der Frank hatte aber immer gesagt, aber bei mir keine Werbung. Ne, bei mir darf der nicht Werbung machen. Der hat gesagt, naja, sonst kommt der nicht, der muss schon filmen. Vorführen. Nein, ich will keine Werbung. Und jetzt habe ich hinter den Kulissen dem Richard Gere gesagt, natürlich kriegen Sie einen Film, und dem Frank, der verzichtet auf den Film. Grandios. Ganz grandios. Da kann ja nichts schief gehen. Genau. Und jetzt kam der Richard Gere in der Live-Sendung und wurde langsam. Die saß ja auch die ganze Zeit da. Ja, ne? Von vornherein. Es war auch nicht kommen und gehen, sondern es war noch das Konzept, am Anfang alle kommen und zwei Stunden aushalten. So, und es ging immer später und der Film kam nicht, und jetzt in irgendeinem Showteil, der war, bin ich dann zu Frank so, pass auf Frank, der ist doch so gut gelaunt, jetzt machen wir den Film, ne? Und so weiter. Dann, nein, wieso nicht? Dann bin ich zum Richard Gere in Englisch. Ah, wir haben so Probleme, das, mit dem Film haben wir gar nicht Probleme, wir sprechen aber drüber. Nein, dann stehe ich auf. Tatsächlich? Ja, dann stehe ich auf. Wenn ich sofort der Film kommt, dann stehe ich auf. Und dann, jetzt gar nicht so detailliert, ich bin dauernd von einem zum anderen, während der Live-Sendung, immer in den Showtime, von einem zum anderen hinter den Kulissen gepäst und habe am Ende einen Kompromiss ausgehandelt. Der Kompromiss ist, wir zeigen den Film und der Richard Gere darf behaupten, dass er zum Flieger muss und darf dann die Sendung verlassen. Und auf den Deal haben sich dann alle eingelassen. Der Frank hat gesagt, okay, dann zeig jetzt den Film, sprechen wir kurz drüber, dann darf er auch gehen. So. Und der Gere hat gesagt, okay, wenn ich den Film sehe, bin ich weiterhin gut gelaunt und dann bin ich amerikanischer Showstar und gehe dann zum Flieger. Aha. So, und so war es da ja auch. Und das haben dann alle dann zum Beispiel genommen, aber ich will nicht die ganze Zeit da sitzen, ich muss zum Flieger. Ja. Also ich stelle mir auch diese Verhandlungen zwischen in den Showteilen auch sehr stressig vor. Ja, der Countdown, so 3:30 für die Tina Turner, dann läuft das irgendwann runter. Ja. Das waren die Gäste aus den USA einfach auch nicht gewohnt, so eine Sendung, ne? Nein, für die Amerikaner war auch das, da durften die auch nicht anfragen, um in eine Show zu kommen. Ja. Show war für die Game Show, war unterste Stufe in Amerika. Show war das Synonym für, was heute bei uns Dschungelcamp ist, sozusagen unterste Stufe. Mhm. Da gehe ich nicht hin. Also haben immer Variety-Programm, Saturday Variety, so Las Vegas und ähnliches, um sie zu locken. Und das kannten sie nicht. Und die meisten fanden es ja auch gut. Was sie gesehen haben, kannten sie nicht. Live-Publikum, Riesenhalle, große Quoten. Und es hat sich ja wirtschaftlich auch ausgezahlt. Der Film wurde besucht, die Platte wurde gekauft, die Tournee wurde besucht danach. Was man uns ja auch immer vorgeworfen hat, bis zuletzt, dass die Stars nur kommen, um Werbung zu machen. Aber da habe ich immer gesagt, bleibt locker. Auch ein Stern, ein Fokus, ein Bunte kriegt die Stars nur, wenn sie was zu erzählen haben. Sonst kriegen die nicht. Das ist nicht ganz so einfach, Interviewgäste zu bekommen, wenn sie nichts zu promoten haben. Habe ich auch gehört. Ja, das ist also deshalb ist es ein Deal. Ja, das ist in der Tat so. Also das haben wir selbst, wir hier merken das ganz oft, dass es interessiert keinen, wenn es nicht irgendwas gibt, was man auch irgendwo hinhalten kann. Das ist gar nicht so. Und ich als Fan desjenigen finde es ja auch okay, wenn ich jetzt erfahre, oh, da kommt eine neue Platte raus, das wusste ich gar nicht, klasse. Ja. Oder doch ein Film, da gehe ich hin. Ich finde das ja auch ein bisschen Fan-Gut. Talk drumherum gibt es dann ja trotzdem. Ja, aber es ist schon, wenn es nicht zu promoten gibt, kommt keiner. Das ist, glaube ich, ja. Als Michael Jackson da war, waren Sie schon nicht mehr dabei. Da war ich schon nicht mehr dabei. Schade. Ja, das war Mitte der 90er bis 92 das Ganze. Genau, also bei mir war es so, dass ich von RTL ein Angebot bekommen habe, mit Thomas den Sender zu wechseln. Mit der Voraussetzung, dass wir aber dann auch nur noch für RTL arbeiten. Das heißt, es war ein klassisches Abwerben sozusagen. Das heißt, kam Dressler als zuständiger Produzent, damals ja dann schon Producer, Thomas als Moderator, und ihr kommt, um
langfristig die Late Night vorzubereiten. Mhm. Wir beginnen aber mit einer Weekly vorher. Eine Wöchentlich hieß dann Gottschalk. Ja, so, dann kommt ihr zu uns. So, und in, aber Wetten, das ist nicht mehr, auch nichts beim ZDF, auch du, Dressler, nicht. Dann haben wir tatsächlich, ich muss es einfach mal sagen, ein Begrüßungsgeld bekommen, um auch Geld, also Thomas in anderen Dimensionen als ich, aber ich als Redakteur habe 500.000 bekommen, um das zu tun. Mhm. Mag zwar, aber immerhin. Und das ist ja dann trotzdem kein Ende, sondern man macht ja was Neues noch, ja. Unter Umständen Besseres. Wie auch immer. Wieder, also haben wir beide Wetten, das dann nicht mehr gemacht und haben das die wöchentliche Gottschalk dann ins Leben gerufen. Dann später zur Late Night kommen wir ja auch noch. Und irgendwann hat man dann Thomas ja gebeten, nach 2 Jahren Wolfgang Lippert wieder zurückzukommen. Ja. Ja. Ich konnte nicht zurück, weil ich zu der Zeitpunkt mit Günther ja auch Millionär gesucht gemacht hatte. Mhm. Stimmt, das lief auch über mehrere Jahre. Ja, 7 Jahre, genau. Na, sowas hatten Sie vorhin ganz kurz angesprochen, weil das war ja so im Prinzip die Sendung für Thomas Gottschalk überhaupt. Es lief jetzt auch ganz lange mit Wiederholung auf ZDF Kultur. Ich habe auch ganz oft was geguckt, bei YouTube gibt es ohne Ende Folgen. Ja, richtig, die Fans scheinen das da alle zu lieben. Und das wirkt tatsächlich wie so ein... Ja, wie so ein Kindergeburtstag, der aber sowohl Ernstes als auch Lustiges vermischen kann mit Musik und mit total Unerwartetem. Ja, also es war auch live, ganz wichtig, Live-Show, war keine Konserve. Und es war eine Mischform aus prominenten Stars, Popstars angesagt in der 80er vor allen Dingen, die zu uns kamen und verrückten Nummern, sage ich mal, verrückten Geschichten. Und das immer nach dem Prinzip, alle 8 Minuten was Neues. Das war für mich immer das dramaturgische Prinzip. Ne? Alle 8 Minuten, egal ob das Schwarzenegger ist oder der Hund der Mama sagt, nach 8 Minuten fällt das Bein, das muss was Neues kommen. Also redaktionell durchaus eine Leistung, das auch zusammenzustellen. Ne? Und die ganzen Leute auch zu finden. Gucken wir auch mal ganz kurz rein. Ist gar nicht so leicht. Man kann in so einem kurzen Ausschnitt die Sendung gar nicht repräsentieren. Außer, wir haben 80 Sendungen insgesamt gemacht, immer live, bevor dann eben Thomas Wetten, das macht und später Günther dann sowas übernahm. Ja. Das haben wir dann das Hieste genannt. Aber da habe ich zum dritten Mal versucht. Na also, habe ich dann versucht, eine dritte Show zu etablieren, die nicht funktioniert hat. Nein, aber es lag wirklich auch an Thomas. Das war man nicht gewohnt zu dem Zeitpunkt, so diese Frösche. Mhm. Man hatte diese Matadoren. Thomas Idol war immer Kuhlenkampf, das spürt man noch ein bisschen in der Unerschrockenheit, in der Haltung gleichzeitig. Aber so zwischen allen anderen, die waren so großartig, auch die Samstagabendshows dann waren von anderen Kollegen. Aber Thomas war eben erfrischend, muss man einfach sagen, mit allem und hat die Jugend genauso wie die anderen Generationen dann für sich einnehmen können. Ja, das glaube ich. Und das ist eben das Schwere, und das gelingt ja heute kaum noch jemandem. Und insofern war das auch eine großartige Zeit, auch hinter den Kulissen. Ich erinnere mich auch, als Thomas mal Geburtstag hatte, hatten wir keine Lust zu proben, irgendwie für die Live-Sendung, weil die kommen alle, steht alles, machen wir jetzt auch noch viel Zeit. Dann haben wir sozusagen die Kameras angeworfen und haben diese Sendung vom Abend selbst gespielt. Also Thomas war dann ein Gast, ich war dann ein Showstar. Ach so. Die Bühnenarbeiter haben was anderes gemacht und haben einfach aus den Mitarbeitern heraus diese Sendung gestaltet, die am Abend live mit echten Gästen gelaufen ist. Einfach so, um auch so, aber es war nicht jetzt müssen wir irgendwas jetzt entertainen, es war so aus uns heraus. Einfach, ach, das Fernsehen macht Spaß, ist lustig, locker, flockig und uns kann keiner auch so ein bisschen. Ja, es war offensichtlich tatsächlich eine ganz andere Zeit. Ne? Man hat uns auch die Freiheiten gelassen. Sie haben selbst auch bei YouTube so einen schönen Kanal aufgebaut, wo ganz viele Sachen so drin sind, Raritäten, Warm-ups sind da drin oder auch so. Ich habe zum Glück viel, eigentlich alles aufgehoben und auch Dinge, die eigentlich in den Giftschrank gehören. Das so nicht gesendete Dinge, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und die puste ich jetzt in meinem YouTube-Kanal raus. Habe ich gesehen, das kommt auch gut an. Also gerade für Leute, die sich dafür interessieren, ist das jetzt irgendwie eine Fundgrube. Ein Ausschnitt ist auch dabei, wo sie auch selber so auf der Wetten, das Couch sitzen. Gucken wir da mal kurz rein, das ist ganz spannend eigentlich.
da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ja, ja. Auch da muss man sehen, dass jetzt zufällig lief dann die Kamera auch mit. Also ich habe Thomas' Funktion bei allen Proben immer übernommen, weil Thomas eben nicht proben wollte. Und sagt, dann werde ich schlecht. Ich sage, die Witze, die ich denn in der Probe sage, weil sie mir einfallen, die sage ich dann nicht am Abend. Ja, kann sein. Das heißt, ich bin dann ich so spät wie möglich. Das muss man aber für die Kamera, fürs Licht natürlich proben. Und was kommt? Und irgendwie für den, also habe ich dann gesagt, ich mache das. Und wenn er dann kam, eine Stunde vor der Sendung, habe ich ihn im Einzug. Und was ich nicht geschafft habe, ihm zu erzählen, dann in den Showteilen. Mhm. Merkt man dadurch auch, wie schwer das ist, sowas zu moderieren? Ja, also wenn alles läuft, kann eigentlich jeder moderieren, sage ich mal. Schwierig wird es wirklich bei Pannen. Da war dann wirklich der Frank Elstner, ein Künstler drin, der ja eine goldene Kamera bekommen hat für eine Panne beim Montagsmaler, weil die ganze Technik ausfiel und er eine halbe Stunde überbrücken musste. Und das kann nicht jeder. Günther Jauch hat den Preis bekommen, weil das Tor umfiel. Stimmt. Bei in einem Champions League-Spiel. Ja, ja, ja. So, und das heißt, also der Könner erweist sich tatsächlich, wo ich sage, jetzt können wir dir nicht mehr helfen. Ja. Du hast jetzt eine halbe Stunde. Oder was auch immer. Und da war eben der Thomas ein Garant. Da mussten wir uns keine Sorgen machen. Dadurch war die Probensituation in den Kulissen immer entspannt, weil wir wussten, also am Ende können wir uns auf Thomas verlassen. Und er hat dann womöglich mehr Spaß dabei, wenn es für ihn selbst auch richtig. Alles ein bisschen, Neu genau. ist. Deshalb, was ich vorhin sagte, nur eins darf eben nicht passieren, darf kein Unfall sein, dann könnt ihr nicht mehr auf mich zählen. Ja, ja. Dieser Wechsel zu RTL. War das jetzt wirklich nur eine Geldentscheidung oder hat man auch irgendwann gesagt, ja, wir hätten das jetzt alles mal gemacht, bei sowas auch. Und die Privaten kommen jetzt, da beginnt ja was vollkommen Neues seit ein paar Jahren. Das war mit dem Wechsel der Privaten oder das Erstarken der privaten Sender, keine Frage. Und wir waren nun öffentlich-rechtlich geprägt. Ja. Und keine Frage, sie wollten den Thomas. Ja. Ich war sozusagen auf dem Rücksitz. Aber die wollten den Thomas haben. So, und Thomas hat einfach gesagt, ich mache kein Fernsehen ohne Holm. Er ist der Koch, ich bin der Kellner, hat er immer gesagt. So, und deshalb wurde ich da einfach mit. Wir wollten natürlich alles. Wir wollten Wetten, das und RTL. Und da hat aber RTL gesagt, nee, wir wollen auch Thomas so ein Markengesicht. Mhm. Das kann man wie Markengesicht. Ja gut, und dann war das schon auch ein finanzieller Deal, aber natürlich schon mit der Aussicht auch, die Verträge waren ja auch dann so, dass wir wussten, jetzt machen wir ein Jahr wöchentlich und dann täglich die Late Night. Wobei, da kann ich mich erinnern, dass ich persönlich auch mit Thomas diskutiert habe. Denn ich habe zu Thomas, ich war nicht so begeistert über diese tägliche Late Night, weil ich wusste, die Arbeit liegt am Ende bei mir. Beim und Koch. Täglich. Ja. Und wenn dann Thomas dann eine Stunde vor der Sendung kommt, was machen wir heute, dann muss ja alles. Das geht bei einer wöchentlichen oder bei sechs Wochen, alle sechs oder sechsmal im Jahr wetten das. Aber in der täglichen habe ich da, oh Gott, das ist was halte auch ich mir persönlich damit auf. Ja. Jetzt gab es bis dahin ja auch nicht. Ne? Nein, wir waren die Erste, die die Late-Night-Show überhaupt ausprobiert haben, eingeführt haben. Aber gut, am Ende, klar, haben wir es gemacht und es kann man ja dann später werden wir auch drin kommen. Es gab dann auch Probleme irgendwann, aber wir hatten einen guten Start. Und insofern, die Frage war, Geld ja, auch, keine Frage, weil das waren Dimensionen, die wir nicht kannten. Auch für jede Thomas Folge. Gottschalk nicht kannte. Nein, das waren schon nochmal ein Draufsetzer, weil Gebühren finanzierte Honorare haben was anderes, als wenn der RTL mal eben aus der Schatulle spendiert. Also es hatte schon auch damit zu tun, keine Frage. Und dann aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten. Auch wieder, ihr habt alle Freiheiten und machen und machen und machen. Und insofern haben wir das als Entwicklung gesehen. Auch für uns beide. Heidi Klum habt ihr nebenbei? Ja, das war bei der wöchentlichen Gottschalk. Wir hatten damals eigentlich war es der erste Modelcasting im Fernsehen. Es war ein Deal mit der Agentur Metropolitan New York und hier einer bekannten Frauenzeitschrift in Deutschland. Und da hatten wir dann gesagt, lasst uns mal einen Model-Wettbewerb machen, weil diese Metropolitan-Agentur hatte gesagt, wir loben aus, also die Gewinnerin kriegt $250,000. Nicht auf die Kralle sozusagen, aber in Verträge im Jahr
2 Jahre Verträge im Werte von $250,000. Und dann haben wir gesagt, prima, dann machen wir das. Und haben aufgerufen, haben sich sehr viele beworben und auch wie bei Wetten, dass Dressler plus Team ist dann hin und ach, hat echt? Auch ja und auch in auch? Düsseldorf auch in einem schönen Hotel die Heidi Klum auftreten lassen und nicht genommen am Anfang, weil sie zu klein war. Sie hat genau genommen die Maße nicht gehabt und dann haben wir aber gesagt, ach, diese paar Zentimeter, so lala, es hört eh keiner. Ja, guck mal, wie sie damals ausgesehen hat. Genau. Erkennt man nicht unbedingt, wenn man es nicht weiß, finde ich. Aber auch da, wie die kleinen Filme, wo wir gerade einen Ausschnitt gesehen haben, so Hamilton-mäßig, die hat nicht inszeniert, sozusagen. Elegant. Elegant inszeniert in der Poollandschaft eines bayerischen Hotels am Tegernsee. Ich war also Heidis erster Regisseur sozusagen in der Form, um das zu machen. Ja, sie hat natürlich, sie war ganz schüchtern, ne, aber sie hat es geschafft. Es war ja das System, dass sozusagen das Publikum auswählen darf aus 3 in 1. Dann gibt es eine Wochengewinnerin, dann gibt es eine Monatsgewinnerin und sie ist wirklich immer gewählt worden, also vom Publikum. Mhm. Das Finale war dann eine Jury und dann hat sie gewonnen und dann fing der Stress aber erst an mit Vater Klum. Ach so, den hatte ja auch noch den Stress. Der hatten wir durchaus. Gut, mittlerweile auch unsere Waldspaziergänge wieder gemacht. Aber was war passiert? Der Vater hatte gesagt, Moment, jetzt hat ja meine Tochter einen Vertrag von $250,000 für 3 Jahre. Wir möchten eine Garantie haben, dass das Geld irgendwo parkt. Und die Metropolitan-Organisation, der ist aber nicht darauf vorbereitet. Das ist auch nicht unsere Sache. Also hat sich der Klum-Vater an Thomas und an mich gewandt, als Geschäftsführer der Firma, die das produziert haben, Brot und Spiele. Und wir haben gesagt, wir haben damit auch nichts zu tun. Keiner wollte mit zu tun. Tatsächlich war das ein Rechtsstreit, der dann den Klum gewonnen hat. Und Thomas und ich mussten $250,000 als Rücklage schaffen, die dann nicht eingelöst wurden, weil sie hat gerade knapp vor dann doch den Durchbruch geschafft. Lange ging nämlich nichts los. Hast du es gedümpelt? Hat gedümpelt, gar nichts. Dann war es erst durch Sport Illustrated, war sie auf dem Titel und dann ging es los. Aber so war so kurz vor Ablauf der Frist, vor der Überweisung sozusagen. Da ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ja. Als man das dann ins Tägliche gebracht hat, wie sehr hat man sich an den USA orientiert? Also ich überhaupt nicht, Thomas schon eher. Also Thomas war wie gesagt, von Anfang an Feuer und Flamme. Der hatte zu dieser Zeit schon in Amerika auch ein Häuschen und hat dort in Los Angeles gelebt. Und ich war mit Thomas in Amerika, also ich kannte schon auch die Fernsehlandschaft natürlich. Für mich war aber amerikanisches Fernsehen damals immer so, möchte ich es nicht machen. So wie von früher erzählt die Stars-Shows, das sowas nicht. So, und Late Night war mir natürlich ein Begriff durch Letterman und Ähnlichem, aber ich sah eher die Arbeit auf mich zukommen, während Thomas sagt, bah, das ist großartig, das machen wir. Na gut, und für mich redaktionell, wirklich, muss ich gar nichts ändern, das ist nur sowas, ist dann Gottschalk, das ist Late Night, die Inhalte bleiben die gleiche, nur die Kulisse wird anders und wir nennen es anders, aber eigentlich ist es das gleiche Prinzip. So hatte ich gedacht. Vielleicht noch ein bisschen tagesaktuell, oder? Ja, vielleicht das. Ja. Womit es da auch später dann aber anfängt, diese berühmten Stand-Ups, die geschrieben waren. Und wo ich sage, wie geschrieben? Wo es dann RTL kam, ihr braucht Autoren. Mhm. Wieso brauchen wir Autoren? Mhm. Ja, weil da muss geschrieben werden. Und dann ist Stand-Up, dann ist Sit-Up, das ist alles geschrieben. Mhm. Und da habe ich gedacht, Thomas muss das dann lesen oder vorlesen. Oder geht denn das? Das geht nicht. Da haben wir verzichtet. Und gesagt, machen wir nicht, weil wir ja freie Hand hatten. Na gut, also letzten Endes war es so, dass wir das machen durften. Und dann hieß natürlich, wie viel Quoten, was, und der RTL, keiner wusste, ob das läuft. Und man hat gesagt, 1 Million Zuschauer müssen wir täglich haben. Mhm. Und die haben wir erreicht. 1,5 Millionen, 1,6 Millionen. Wie spät war das abends? Das war 23 Uhr. Okay. War nicht live, war immer 20 Uhr aufgezeichnet, am Abend schon, aber so, wir hatten immer 1 oder 1,5 Millionen Zuschauer. Uns ging es prima in München und die in RTL sagten irgendwann, denen geht es so gut in München. Im zweiten Jahr erhöhen wir jetzt mal die Schlagzahl, 2 Millionen. Also wie in jeder anderen Branche auch. Wenn sie das schaffen, dann schaffen sie auch noch mehr. Ja, richtig, 2 Millionen. Das haben wir nicht mehr geschafft. Wir blieben bei 1,5. Es hat sich nichts verändert. Und was vorher super war, war jetzt schlecht. Ja. Und jetzt
kam aber die Diskussion. Ne? Ja, und jetzt kam die Diskussion, wie wir denn die zwei schaffen. Da sage ich, keine Ahnung. Thomas wird der gleiche bleiben. Ja. Und dann kam RTL mit dem Vorschlag. Damals war sehr erfolgreich am Nachmittag Hans Meiser mit harten Themen und sagt, wir vergessen diesen ganzen Entertainment, was ihr da macht und Unterhaltung. Wir machen jetzt hart recherchierte Themen in der Late Night. Vergewaltigung in der Ehe, Kosovo damals. Ich sage, mag sein, dass diese harten Themen interessieren, aber ihr habt Thomas. Mhm. Das solltet ihr nicht tun. Mhm. Also warum auch? So. Und da fing die ganze Diskussion an, die am Ende zu einer Trennung führte zwischen Thomas und mir. Warum? Weil ich auch den Thomas natürlich immer bekniet habe, so mach es nicht. Mhm. Und wir gehen jetzt da gerne zum Thomas, der ja damals RTL-Chef war, und hören uns das an, dann gehen wir aber wieder raus. So, die holen uns schon wieder rein. So, und sie sagen, ja, das machen wir. Das war ihm zu riskant. Das machen wir. Und sie sind dahin und ich bin rausgegangen alleine. Er blieb, weil er sagt, na, vielleicht schaffe ich es ja doch. Aha. Und dann hat er gesagt, gut, aber dann nicht mit mir. Dann blieb ich noch Produzent in den Kulissen, ne? Also aber nicht mehr im Operativen. Das war eine Katastrophe. Die hatten dann kein einziges Meiser-Team kam. Die hatten also dann, neue Leute? Kam, neue Leute, mhm. Komplett. Die haben dann innerhalb von ein paar Sendungen das auf die Hälfte reduziert. 600.000, 700.000, das funktionierte einfach nicht. Mhm. Und dann haben sie Hans-Hermann Tietje, damals Chefredakteur von der Bild-Zeitung, mit Seite 1 Mädels, Sex and Crime geholt. Und der hat es wieder geschafft, sozusagen, mit der Brachialgewalt wieder auf 1,5. Aber es war nichts mehr. Es war nicht mehr stimmig. Mhm. Und ich hatte dann parallel Koschwitz die Late Night gemacht, habe ich produziert, die ja nach Thomas lief. Und Nachtshow hieß das, ne? Ja, genau, die lief direkt nach Thomas dann. Die habe ich dann produziert mit Thomas Koschwitz. Na gut, und das war dieses Late Night Abenteuer. Aber auch Thomas und ich hatten dann den Waldspaziergang wieder und wir haben ja dann 50 Jahre Rock später auch nochmal eine große ZDF-Show gemacht. Aber das war viel, viel später. Ja, viel. Also da gab es dann schon eine... Es gab schon einen Break, ja. Sozusagen, der auch über Jahre dann anhielt. Weil ich natürlich auch andere Dinge produziert habe, Heller von Sinnen gemacht, habe Günther ja auch gemacht, vor allen Dingen viel. Mhm. Ja, auch die SKL-Show und Dieter Haller von und verschiedene andere dann auch produziert, auch Spielfilme gemacht, auch als Regisseur. Naja, so ist das eben der Lauf der Dinge. Wir haben relativ schnell wieder zueinander gefunden, zumindest mal so. Die Vertrautheit war wieder da. Aber in einer wirklichen Produktion war es erst wieder 2004 zusammen. Mhm. Wollen wir aus der Leitner Show auch nochmal zwei, drei Ausschnitte gucken? Das ist eigentlich auch schwierig. Aber da findet man noch nicht so viel Material, muss ich sagen. Da wahrscheinlich haben sie den ganzen Keller voller Folgen. Ja, den hätten wir anzapfen müssen. In der Zeit, die ich produziert habe, ja. Auch da fällt es bei den kurzen Ausschnitten, was ich vorhin schon gesagt habe, genau genommen ist nur sowas, die Entwicklung über Günther Nasiste dann zur Gottschalk und dann auch zur Late Night. Nur was ich bei der Late Night eben dann verändert hat, was dem Thomas eben dann nicht so lag, wo dann die Autoren ins Spiel gekommen sind. Ihm sozusagen Autoren zu setzen, damit er so ein 10-minütiges, wie Harald Schmidt das perfekt gemacht hat, ein Eingangssolo, dann setzt man sich an den Schreibtisch, da kommt immer noch kein Gast, dann muss er nochmal ein Solo, wieder von Autoren. Mhm. Das wurde ja dann auch versucht. Unsere Freunde von Titanic haben wir eingeladen, die Autoren zu sein. Nur die hatten dann eine Schärfe mit Kessel von Stalingrad und Ähnliches reingegangen. Was passte denn auf einmal gar nicht zu ihm? Und er hat auch gemerkt, so. Und das war eigentlich der Beginn vom Untergang des Abendlandes, hätte ich gesagt. Also wo sagt, dann passt eben er auch nicht in ein Formatfernsehen rein. Der Thomas ist nicht für Formatfernsehen. Und man war bei RTL vom Look, vom Lichtgestaltung, von der Inszenierung so auf das Format amerikanische Late Night so auch fixiert, dass das also kein Zentimeter von abgewichen werden kann. Das ist nicht die Persönlichkeit, dass man und dass dieses Formatfernsehen, ist ähnlich wie beim Formatradio, was auch dem Thomas Probleme dann bereitet hat. Alles, was formatiert ist, das passt nicht zu Menschen wie Thomas. Also fanden Sie auch den Rückgang zu Wetten, dass logisch? Ja, der doch. Ja auch ganz öffentlich gefordert wurde. Wolfgang Lippert hatte, glaube ich, nie so wirklich eine Chance. Ja, hatte auch keine Chance. Auch mit ihm habe ich Dinge produziert und ich habe auch an Wolfgang Lippert geschätzt, die Unerschrockenheit beim Fernsehen. Er hatte auch Schlagfertigkeit und er hatte auch das Format. Ich habe mit ihm auch verschiedene Shows gemacht, wo auch er Schlagfertigkeit beweisen werden musste. Aber hier funktionierte das nicht so richtig, wie er sich das auch erhofft hatte. Und wir alle waren froh, auch ich
auch wenn ich nicht zurückgekommen bin, weil ich Günther gemacht habe, dass Thomas wieder wieder zurück war und da lebte er auch wieder auf. Und dann kam Mallorca, dann kamen die großen Specials. Super, keine Frage. Wie erleben Sie Thomas Gottschalk in den letzten Jahren im Fernsehen? Also es ging ja los mit der Vorabendsendung, die nicht so geklappt hat. Ja. Dann kam das Supertalent, wo er auch plötzlich vor Leuten saß, die Sachen aufgeführt haben, die noch viel gefährlicher erschienen als der Unfall von Samuel Koch. Mhm. Und wo er auch so, also er funktioniert ja offensichtlich nur live. Little Big Stars ist kommt völlig zerschnitten worden. Ja, richtig. Also wirklich so massiv, dass ich denke, dass das auch meine Mutter merken würde, dass das irgendwie nicht ganz gut funktioniert. Es ist sehr schade. Also Thomas behauptet, ich habe nichts verlernt von seinem Können. Aber er ist, ihm lässt man nicht mehr diese Freiheit. Das heißt, die ARD-Show, die dann eingestellt wurde im Vorabend, hat er dann später öffentlich bekannt. Hätte man mich gelassen, dem ich das hatte, war auch ein amerikanisches Vorbild, dann wäre es vielleicht nicht so schief gelaufen. Ja. Sondern dann kenne ich auch Thomas früher noch. Er hat nie groß diskutieren wollen oder kämpfen wollen. Lasst mich machen und vertraut mir, ich mache das schon. Mhm. Und hatte ein Schwungrad, wenn man sagt, du hast recht, wir lassen dich machen. Wenn aber dann Häuptlinge kamen, nee, Thomas, das musst du anders machen, das solltest du jenes. Ja, okay, dann war Thomas immer schnell bereit. Gut, wieder ein Vergleich. Ich bin das Pferd, du bist der Reiter. Zu Häuptlingen. Ne? Und, dann gerade bei der ARD-Show waren so viele Häuptlinge, wie er das nannte. Da war der Unterhaltungschef des Senders A, des Senders B, des Senders C, da war der Produzentin, das war der Sender. Und alle stürmen auf ihn ein. Und dann ist der Thomas leider, der da nicht kämpft, sondern sagt, okay, ich will auch nicht diskutieren, wie soll ich es jetzt machen? Mhm. Und dann macht es so. Aber nicht mehr mit diesem Herzblut. Und das spüre ich fast bei allen Sendungen, die er jetzt macht. Ja. Also, auch bei die zwei? Und ja, das jetzt, egal. Irgendwo Sie wissen nicht, was passiert. Hat das immer, ihr sagt mir, was ich machen soll, und ich mach's. Statt zu sagen, Thomas, wir haben eine Stunde für dich, mach. Es gab doch noch vor ein, zwei Jahren noch Mensch Gottschalk oder so. Es gab doch mehrere Versuche bei RTL, offensichtlich irgendwie alles halbe Jahr. Dann dieses mit der Schule. Back to School. Gut, es gibt sicherlich immer wieder Momente, sage ich mal, in Sendungen, wo er wieder blitzt, durchblitzt, dass er nichts verlernt hat. Ne? Aber es wird so reglementiert, formatiert von außen. Nicht ganz ohne vielleicht Schuld von Thomas, auch da wieder in Erinnerung. Ich weiß, dass er, als wir die Late Night noch zusammen machten, und auch, wie haben wir die gemacht, die tägliche? Wir waren vier Personen. Ich war Chefredakteur und derjenige, der den Late Night im Hintergrund hatte, zwei, drei Mitarbeiter. Wir haben zu viert diese tägliche Show gestemmt. Und irgendwann kam Thomas aus Amerika, weil wir ja auch so eine Sommerpause hatten. Und da, Mensch, ich war gerade auch zu Besuch bei Letterman. Boah, dann bin ich in einen Raum gegangen, die hatten 50 Writer, in dem anderen Raum 50 Booker und 50. Und das hat ihm gefallen. Ich dachte, um Gottes, was passiert hier? Er kommt hier in den Raum und hat den Holm und drei Hanseln. Also auch er fühlte sich dann irgendwie auf einmal in der Form, vielleicht sollte ich auch 150 Mitarbeiter haben im Hintergrund. Und wenn man die Abspannliste in den heutigen Sendungen sind, nicht 150, aber 20, 30 sind da garantiert. Und da, wo ich sage, um Gottes Willen, die alle reden auf den Thomas ein, das ist nicht gesund. Gucken Sie sich das denn noch an? Also zum Beispiel jetzt das Little Big Stars. Haben Sie da eine Folge von geguckt oder alle? Nein, nicht alle, weil ich habe das auch, wie Sie, natürlich nicht nur als Fernsehfachmann gesehen, sondern auch als Zuschauer. Und es waren ja zwei Kapitalfehler. Es waren einmal, dass es völlig zerschnitten war in dem Wahn. Heute muss alles sehr schnell, sehr schnell, sehr schnell gemacht. Und dann zerschneidet man eine Sendung. Und dass da noch ein Lacher und da noch ein Lacher. Ja, genau, es war auch künstlich. Also künstliche Lacher. Denn irgendwie ein Schmunzeln gibt es dann gar nicht mehr. Sondern jeder Schmunzler wird frenetisch. Und das wirkt dann unehrlich, das merkt jeder und sagt, was führen die mir vor? Warum wird das denn gemacht? In der vermeintlichen Wahn, dass sich die Sehgewohnheiten ändern. Die verändern sich ja tatsächlich. Aber dass in der Irrglaube ist, dass sozusagen eine Sendung spannender wird, wenn sie schnell geschnitten ist.
Stimmt, das stimmt absolut nicht. Du musst dem Zuschauer eine Chance geben, das auch verfolgen zu können. Und wenn es dünn wird, sozusagen, dann noch mehr Salz reinzupacken und Pfeffer reinzupacken, weil die Basis einfach nicht stimmt, das hilft auch dann nicht mit Schnitten. So, man kann mit Schnitten viel, viel, viel kaschieren. Ich glaube, das hat sich dann irgendwo in den, ich habe es auch bei vielen anderen Sendungen gesehen, dass vermeintlich gute Konzepte und eigentlich gute Sendungen in der Postproduktion verhunzt wurden. Also das als Zuschauer, wenn man dort vor Ort war, dann war es eine gute Sendung, wenn man sich das im Fernsehen anguckt. Und die Postproduktion, die haben dann genau genommen das Chaos reingebracht, weil sie den Zuschauer auch nicht mehr trauen, dass er ein bisschen länger bleibt, ohne gleich zu zappen. Mhm. Ne, weil du musst es wirklich ein Blitzlichtgewitter. Falsch. Also ist Thomas Gottschalk eigentlich nur gut, wenn er live sein kann, weil er dann auch so ist, wie er ist. Richtig. Und man da nichts schon, mehr von verändern kann. Kommt auch etwas hinzu, das hat er mit Günther gemeinsam. Beide können sich überhaupt nicht ansehen im Fernsehen. Ja. Also es gibt andere Moderatoren, die sofort, wenn aufgesagt, sich kontrollieren. Ja. Also nicht, um sich zu weiden, wie am Schönen, wie ich da aussehe, sondern kritisch. Ja. Aber Thomas sagt, ich will nichts mehr sehen. Das heißt, er ist auch gar nicht glücklicher, Günther, nicht, dass ich hier auf YouTube die ganzen Dinge poste. Was machst du da? Haben Sie da mal drüber gesprochen? Ja, was machst du damit? Wenn wir verglichen, ist das rechtlich denn? Rechtlich darf ich das überhaupt nicht. Das wird geduldet. Ne, aber es ist genau genommen, die beiden mögen sich nicht anzuschauen. Mhm. Deshalb war für beide immer live. Dann ist es raus, dann ist es weg und dann will ich damit auch nichts mehr zu tun haben. Ja. Bei einer Aufzeichnung, dann sind sie dann doch, vielleicht gucken sie rein und dann finden sie, wie lache ich denn da und wie grine ich denn da? Und das ist für den Horror für alle. Ja, das muss ja dann auch, also gerade bei Supertalent wahrscheinlich auch, aber bei Little Big Stars wird Thomas Gottschalk eine Katastrophe gewesen sein, sich das anzugucken. Ja, war es auch. War es definitiv. Weil er auch sagt, also im Studio hatte ich die Schnitte nicht gespürt. Ja. In meiner Haut. Wie kann es mit Thomas Gottschalk gut weitergehen? Er ist ja immer wieder zu sehen, aber also ich kriege das jetzt sowieso nicht mehr so mit, aber diese Sendung, die zwei gibt es ja, Gottschalk und Jauch und Barbara Schöneberger, jetzt gibt es gerade neue Sendungen, sie wissen nicht, was passiert. Was auch so, alles wirkt dann so live on tape zumindest. Nicht, da gibt es auch manche Momente, wo ich auch jetzt heute noch gerade die letzten Sendungen auf RTL, es gibt Momente, wo ich auch noch herzhaft lachen muss. Ja. Weil dann war eine Situation entstanden, wie ich sie kannte und wie ich sie dem Thomas auch früher eigentlich immer serviert hatte, wo er reagieren musste. Und Günther genauso. Und wenn die dann reagieren. Aber hier auf Strecke und auf 3 oder 4 Stunden und dann noch ein Spiel und noch ein Spiel, das ist ja auch ein Problem. Das ist elendig lang. Ja. Diese Dramaturgie stimmt nicht einer solchen Show. Und das sind die Macher hinter den Kulissen. Das war bei Schlag den Raab anders, weil man da kein festes Ende hatte, ne? Richtig, das mag das Konzept auch ein anderes sein, aber ich weiß, als die neuen Wetten, das Macher, die hatten als erstes gesagt, wir schmeißen die Showteile raus und machen nochmal 4 Wetten. Da sag ich, völlig vergiss das. Weil Hintergrund, immer wenn Showteile bei Wetten, das kam, ging die Quote, die man ja minutiös sehen kann, nach unten. Weil ich die bin Leute, auch immer auf Toilette gegangen und weggelaufen. Ja, das ich, aber das ist doch kein Indiz dafür, dass ich da nochmal eine Wette reinhaue, sondern eine Show muss einfach auch einen dramaturgischen Bogen haben und Singen, Tanzen, Steppen gehört dazu. Muss für jeden was dabei sein. Muss auch was dabei sein. Eine Tina Turner oder ein Phil Collins gehören auch da rein. Ja. Und nochmal eine Wette. Und jetzt sozusagen, wenn man heute Wetten, das erfinden würde, nach dem Prinzip, wie jetzt Shows gemacht würden, würde man sagen 4 Stunden und 12 Wetten. Stimmt, dann wöchentlich. Und wöchentlich. Wahrscheinlich Und dann gräbt man alles zu Tode. Würden Sie denn sagen, es ist richtig, dass Thomas Gottschalk noch alles probiert? Oder hätte er à la Stefan Raab einmal ganz klar so einen Cut machen müssen? Das hat ja auch mit einem selbst persönlich zu tun. Der Thomas ist kein Liegestuhltyp, der sich ausruht und sagt, ich will nicht. Er ist voller Gestaltungslust und Tatendrang. Das heißt, ihm macht das ja Spaß. Prinzip und es findet es nicht als lästig, auch wenn es zunehmend in seinem Gesicht anzuspüren würde, als dass er manche Tode da stirbt vor der Kamera. Aber vom Wesen her ist Thomas keiner, der jetzt sagt, hör doch mal auf, was ihm ja immer wieder gesagt wird, auch mir alle, die sozusagen irgendwann mal das Fernsehen kommen, musst du denn noch was machen damit? Und da unterschätzt man aber die Gestaltungslust, die man hat, wie ein Zeichner, ein Maler, was zu tun. Es macht Spaß. Ein Musiker, der hängt nicht die Gitarre an den Nagel.
und spielt ist weiter. Rentner. Das stimmt, ja. Also im Künstlerischen ist das anders. Ja, wer kreativ ist, ja. der sagt, dass dann irgendwann trifft mich der Schlag und dann ist zu Ende, aber nicht vorher. Mhm. So, aber das Umfeld muss stimmen und dieses Umfeld wird eben mühsamer. Mhm. Und dann, das hat auch mit Menschen zu tun. Wir sind ein People-Business. Es macht so viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch hinter den Kulissen, vor den Kulissen, die irgendwo die gleiche Wellenlänge haben. Da kann die schwierigste Sendung, die schwierigste Aufgabe super gestaltet werden. Auf der anderen Seite ist die einfachste Sendung, wird schwer und mühsam, wenn du irgendwie an Menschen gerätst, als Moderator, als Macher, die nicht diese Wellenlänge haben, die eine andere haben. Mhm. Muss man ja gar nicht werden. Bei der Masse an Sendungen, ich will es jetzt nicht nur auf Thomas Gottschalk immer wieder runterbrechen, aber es ist ja nun mal unser größter Entertainer zumindest gewesen, Günther Jauch ebenso. Mhm. Gibt es Sendungen, wo Sie sagen, die haben einfach nicht funktioniert, weil das Team nicht gut war? Nein, so weit würde ich jetzt mal nicht gehen, dass ich das auf das Team. Es haben einige Sendungen nicht funktioniert. Es ist bei mir nicht wie in der Perlenschnur gelaufen. Das heißt, überhaupt nicht sozusagen. Ich habe auch große Einbrüche gehabt. Sowohl das wirtschaftlich. Nase vorn eigentlich. Nase vorn wurde ich als sogenannter vermeintlicher Retter von Frank geholt. Zu der Zeit hatte ich Wetten, dass mit Thomas, dann siehst du mit Günther, Heller von Sinn. Ich habe verschiedene Shows gehabt. Ja. Und dann kam Frank, der Nase vorn, mit auch einem großen Elan gemacht hat, angefangen hat und auch genau genommen im zweiten, im dritten Jahr noch nicht so wirklich die Kurve bekommen hat. Und ich wurde von ihm gefragt, ob ich nicht in die Redaktion kommen möchte, um da ein bisschen was aufzumischen. So, und das hat mir geschmeichelt, natürlich jetzt irgendwo die Kappe, ja, der Kappe des Batman zu haben. Kabelträger gar nicht so schlecht. So als Retter, der wo funktioniert nichts, Dressler kommt, so wie so ein Bauchladen, so komme sofort. Und dann guckt man sich das Produkt an. Ja, und sagt, nun kannte ich das. Ja, ne, es war ja nichts Neues. Und dann haben wir auch versucht, damit Wettkämpfen und zu machen, eigentlich das, was Stefan Raab heute macht, haben wir dann versucht. Wir haben sozusagen verschiedene Wettkämpfe, Promi-Wettkämpfe gemacht, gegeneinander sozusagen, auch in Staffetten. Wir haben sozusagen begonnen mit dem Bungee-Sprung. Der musste die Staffel dann jemand geben, der auf dem Mountainbike weiterging und der jemand, der ins Wasser springt. Ach so, und dann eine Klippenspringer noch. Ja. Also es war abenteuerlich. Aber man hat dann auch schon gemerkt, irgendwann merkt man, die probieren jetzt alles aus, um irgendwas zu retten. Thomas war da überhaupt nicht, der war richtig fast sauer, dass ich das überhaupt annehme, weil es gibt, muss man sagen, hinter den Kulissen nicht direkt Neid, aber es gibt dann immer natürlich, da ist der Holm für mich zuständig und den brauche ich auch zu 100%. Mhm. Wenn der jetzt noch was anders macht, dann teilt er seine Arbeit. Ne? Mhm. Und ich sage, nein, ich diene mehreren Herren und jeder kriegt 100%. Okay. Ich verteile meine 100. Ich bin für alle da. Ja, genau. Aber das hat mit Nase vorn nicht, so, irgendwann nicht mehr geklappt. Hat dann nicht geklappt und es wurde dann auch eingestellt. Und was Frank auch wirklich schade fand und weil er auch so einen großen Elan damit hatte. Ja. Aber es hat dann auch quotenmäßig dann nicht mehr so richtig funktioniert. War eigentlich damals, 80er, früher 90er, die Presse auch schon so krass wie heute? Ja, also auch vor allen Dingen natürlich die tägliche mit den großen Lettern, die schwirrte ja auch in der Redaktion mit rum. Also wir kannten, was man heute, wenn du heute oder zuletzt auch bei großen Shows, aber Wetten, dass eben zuletzt auch, dann hast du in der Aftershow-Party den VIP-Bereich abgesperrt und da abgesperrt, da gibt's Kordeln. Das kannten wir nicht, das haben wir auch gar nicht gemacht. Bei uns war klar, nach der Sendung treffen wir uns alle im Hotel. Alle im Hotelfoyer. Und dann wurden Porten voll. Zwischen Emerson Lake und Palma und Roberto Blanco und der Chefredakteur der Boulevardzeitung. Alle waren da. Mhm. Und dann wurde geplaudert, gemacht, getan. Mhm. Und wie hört man und wisst ihr nicht, wieso habe ich dich neulich mit dem anderen Mädchen da gesehen? Und dann wurde alles sozusagen besprochen und beantwortet. Und das führte auch zu einer Beobachtung, natürlich, die so indirekt war. Du hast mir doch erzählt. Ja, das war doch nicht, das war doch Aftershow-Party. Ich verstehe. Also da treffen eigentlich auch Welten aufeinander. Ne? Wie geht man denn mit der Bild-Zeitung um? Also wie kann man denn auf so eine Aftershow-Party gehen, wenn man wahrscheinlich schon ahnt, morgen steht da, dass die Sendung war großer Mist?
Ja, sogar umgekehrt ist es dann oft der Fall gewesen. Großartig war es bei der Aftershow-Party. Ja. Und am Bild am Sonntag, die da gleich rauskam, sagen, das wird nichts mehr. Weil ich sage, du hast mir gestern noch erzählt, wie großartig. Aber ist das einfach mein Chefredakteur hat das auch gesehen. Ja. So, ne? Also du warst der Redakteur, der vor Ort war, ganz beseelt und der Chefredakteur hat sich gelangweilt. Und dadurch kam die Schlagzeile. Und, ja, krass. Ja, du musst auch mitleben, denn andererseits brauchst du die auch im Vorfeld, in der Vorberichterstattung. Ja. Du musst dann irgendwo mitleben. Und das Mitleben bedeutet auch, es gibt auch eine Pumpanei dann irgendwann mit den Redakteuren. Du trinkst mit denen ein Bierchen und machst und dies. Da gibt es auch diese Trennung nicht mehr, weil die leben von dir und du lebst auch von denen. Ja. Und dann musst du einfach dieses Geschäft auch akzeptieren. Mhm. Dann ist dann eben die Schlagzeile, das wird eh nichts mehr. Aber kommt dann nicht das ZDF wieder und sagt, was soll das? Nee, das kommt nur bei anderen Sachen, wenn der Fernsehrat ist. Ach so. Das war bei Brigitte, das war bei dem Buntschiff-Wetter, das war Brigitte Nielsen, die sozusagen im knappen Outfit auf der Bank teilgenommen hat und vor allen Dingen bei Cher, die sozusagen, die wir bei der Probe hier notdürftig die Scham gedeckt haben mit Moltern, weil die sozusagen in einem knappen Tanga aufgetragen, das war uns bei den Proben schon zu heiß, da haben wir wirklich vom Bühnenbild so ein schwarzes Moltern hier rumgehängt, war für den Fernsehrat aber immer noch zu heftig und da musste ich auch antanzen. Wie war die Arbeit mit Günther Jauch? Also auch da, ich habe ja hinter den Kulissen mit beiden gearbeitet. Also immer für parallel Shows. Auch, ne? Parallel, also Günther hat ja dann irgendwann Naziste gemacht. Ja, ja. Und während Thomas Wetten das gemacht hat. Und das war. Und dann gab es Sendungen, wo beide zusammen moderiert haben. Das waren die Funkausstellungsshows, die zwei hießen das damals. Ja. Die war zwei auch im zweiten. Legendär, ne? Ja, die Funk, das waren 3 Stunden live, jeden Nachmittag wegen der Funkausstellung live. So. Also auch da, was Thomas auch immer gesagt hat, ich könnte keine Doppelmoderation, aber mit Günther kann ich es. Nicht nur, weil er ein guter Freund ist, weil sie auch im Radio schon sich abgewechselt haben, sondern weil sie sich gegenseitig auch nichts genommen haben. Thomas sagt, ich kriege Patrick Swayze und ich kriege Brigitte Nielsen und den Politiker und den kriegt der Günther. Der kriegt die Trockenspeise und nicht die Nüßspeise. Was für den Günther aber auch okay war. Ja, war okay. Ja. So, und dann haben sie sich trotzdem ergänzt und so sein. Und in der Zusammenarbeit hinter den Kulissen war Günther eher in der Richtung Frank sehr gut vorbereitet sein zu wollen. Das heißt, wir mussten viel mehr vorbereitend auch schreiben und berichten und was passiert, wenn das nicht so passiert, war Günthers Frage immer, ne, außer Thomas überhaupt keine Rolle spielt. Also aber das stellt man sich auch darauf ein, weil es auf der anderen Seite auch das Vertrauen gab, aber es waren schon unterschiedliche Arbeiter, sage ich mal, auch hinter den Kulissen. Der Günther hat bis zuletzt seine Moderationstexte auf einer alten Adler-Schreibmaschine, da gab es schon Computer, aber er wollte das klicken und hat es draufgeschrieben, seine Moderationstexte ausgeschrieben, auf Kärtchen, sozusagen, und noch, wir mussten für ein Kärtchen besorgen, hat er selbst aufgeschrieben, ganz gewissenhaft, er wollte gewissenhaft vorbereitet sein, ne, mit allem. Und Thomas hat gesagt, irgendwas, ich mach's schon. Da gab es ja noch diese tolle Sendung Millionär gesucht, wo die so eine große Kugel. Richtig. Um so ein digitales Feld herum gerollt. Die Entstehung auch so. Es gab, ich habe irgendwann in einem Podiumsdiskussion bei den Medientagen in München, habe ich irgendwann mal vom Leder gezogen und habe gesagt, Mensch, man traut uns gar nicht mehr, Shows zu erfinden, man nimmt das aus Amerika, das ist ja heute auch noch, Hauptsache ein Format ist irgendwo gelaufen, das heißt, man traut den eigenen Kreativen nicht mehr. Ja. Und das führte beim Lotto-Blog dazu, dass die einen kreativen Wettbewerb ins Leben gerufen haben, haben 10 Produzenten eingeladen, also klassische Lotto, wir wollen erstmalig in einer Show 1 Million Mark vergeben, viel Geld und suchen ein Konzept und wir laden 10 Produzenten ein, unter anderem auch mich, aber auch andere Endemol und andere Produzenten eingeladen in einen Ideenwettbewerb, der auch schon bezahlt wurde, dieser Wettbewerb. Die Teilnahme, dass man dafür Arbeit investiert. Richtig. Ja. Und dann war es wirklich, man musste präsentieren, fielen welche raus, präsentieren, nächste Runde nicht, war im Finale mit einem Konkurrenten. Immer, und kennt es war, man dann auch dessen Produkt? Bitte? Kennt man auch dessen
Sendungskonzept? Nee, kennt man nicht. Aha. Kennt man nicht. Ich war im Finale mit meiner Idee, war immer noch für ARD und ZDF öffentlich-rechtlich, weil der Lotto-Block. So, und dann habe ich einen Anruf von RTL bekommen. Du bist da im Finale, vergiss das Finale, wir nehmen diese Show. Wenn du es noch schaffst, dass du den Günther dafür bekommst. Und wir haben die SKL, nicht den Lotto-Block. Mhm. Und dann machen wir das. Und dann habe ich mich vom Wettbewerb als Finalist zurückgezogen. Der andere hatte den Auftrag, das war dann die Ulla Kock am Ring. Ah, die Lotto-Show. Die Lotto-Show, das war am Ende auch ein paar Jahre. Die lief später, aber eher auch zu Ende. Ne? Und die Show, die ich dann erfunden habe mit der Kugel und mit Günther, die lief 6 Jahre. Ja. So ist das entstanden, ja. War das live eigentlich? Ja, war live. War auch wichtig, weil sozusagen es war ja das Prinzip einer Glücksshow. Das war eine klare Voraussetzung der SKL. Es darf jetzt kein Wissen oder kein Können, es muss Glück sein. Mhm. Also habe ich damals so ein virtuelles Feld. Es gab noch keine LED. Stimmt. Sondern auch wirklich große Fernsehmonitore. Unter dem Boden gerammt, auf dem Boden. Ja. Auf dem Boden. Genau. Große Fernsehmonitore, die gekühlt werden mussten. Wo ich den Eindruck hatte, dass man auch nur das gut sehen konnte als Fernsehzuschauer oder als Kandidat. Die anderen haben schon wie eine Arena auch hochgesessen, im Publikum auch. Mhm. Ne, also zwar die unteren Reihen nicht, aber das war so eine Arena gebaut. Und da haben wir große Monitore, die gekühlt werden mussten, in der Bavaria im Studio da aufgebaut. Heute mit LED wäre es ganz anders gewesen. Und die mussten eben Felder benennen, die in Glücks- und Pechfeldern eingeteilt wurden. Und wenn sie mal Pech hatten, durften sie zu Hause jemanden anrufen, der für 5.000 Mark. Deshalb war es live. Aber immerhin 6 Jahre gelaufen und eine der wenigen Shows, die wirklich dann auch erfunden wurden. Mhm. Ne? Warum wurde das dann eingestellt? Wissen Sie das noch? Also ich weiß, dass RTL auch zwischendurch mal einstellen wollte. Dann hat dann gleich ProSieben gesagt, dann machen wir es. Auch mit SKL? Ja, auch mit der SKL. Mhm. Und dann hat man es nach 6 Jahren, ja, aber das ist dann irgendwo auch so ein Turnus. Ich weiß, es gab keinen Skandal, es gab auch keine Unstimmigkeiten, sondern man hat dann relativ früh auch schon gesagt, wir machen es noch ein Jahr und dann muss was Neues her. Und Günther hatte parallel ja die ähnlich klingende und noch heute laufende Quizshow Wer wird Millionär? Ja. Gemacht und das schien den Sendern dann einfach sicherer zu sein. Aber wir hatten mit der SKL-Show auch 6 Millionen am Samstag. Wer wird Millionär? Es läuft über Endemol, da hatten Sie nie was mit zu tun, ne? Nein. Wie finden Sie das Format? Ja, hätten Sie das gerne also gemacht? Ich schaue es nicht so häufig mehr an, weil ich gebe zu, ich diese ganzen elenden Werbeblöcke, da komme ich schwer rüber. So irgendwie. Aber andere Generationen leben damit. Ja. Aber an sich das Prinzip ist nach wie vor, ich hätte es gerne erfunden. Sie haben mit so vielen tollen Leuten zusammengearbeitet. Rudi Carrell. Ja. Wie war der? Von dem sagt man ja oft, dass er auch hinter der Kamera sehr streng war, pedantisch gut vorbereitet war und auch zu den Mitarbeitern. Ja, der Rudi war ein Berserker, also sehr streng, kann man jetzt eigentlich was ohne ihn jetzt sozusagen, ich hab ihn selig, also er war auch ungerecht. Wie nenne ich das jetzt mal vorsichtig? Ja, wie nenne ich das mal nett, ungerecht? Ja. Also auch da, er hat mich irgendwann angerufen und dass er eben die Urlaubsshow machen möchte und ob ich Lust hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da ging ihm der Ruf schon voraus, dass er einfach sein Team knechtet, mehr oder weniger. Ja. Und er ist derjenige und er knechtet und er wirft raus wie Trump sozusagen. Mhm. Also das kann man so vergleichen, auch in der gleichen cholerischen Art. Und war es so? Es war so. Aha. Ich hatte einen gewissen Schutz, bei ihm, er hat sich bei mir nicht sozusagen nicht ausfallend gewesen, sondern ich konnte mit ihm gut arbeiten, aber es war schwierig, das Arbeiten. Es war nicht einfach, umso erstaunlicher, welche Lockerheit dann wieder auch daraus kommt, weil es war alles andere als unverkrampft, es war verkrampft hinter dem, alle hatten Angst. Und das war ich nicht gewohnt Angst. Mit Thomas. Ja. Ja, bloß nicht zu tun, weil nur eine Gabel, die gefallen wird, was ist hier los? Ne, dann ging er in die Höhe. Und weil er das als Unkonzentriertheit gewertet hat, hier fällt bei mir keine Gabel runter. Ja. So, und diese Leichtigkeit, mit der ich auch da Fernsehen gemacht habe, zu dem Zeitpunkt, auch die Entspanntheit, was soll passieren? Da fällt dir ja gar
Gabel halt runter. Ja, und ja, ja, da fällt halt die Gabel runter. Da haben sie wahrscheinlich schon Schlimmeres erlebt. Ja. So, und das war schon stressig, aber am Ende hat auch er seine großen Erfolge. Er wollte ja im Gegensatz zu Thomas Günther und Frank nie Live-Sendungen machen, sagt, Live-Sendung mache ich nicht, das dankt mir keiner. Und zwar dann laufende Band war live, aber er war ein Verfechter von Aufzeichnungen, weil er sagt, dann kann ich noch regeln, dann kann ich, er war derjenige, der in die Postproduktion ging. Das musste perfekt werden. Der hat da geschnitten und da hat dann der Cutter sein Senf weggekriegt und der Kameramann sein Senf, der wollte einfach noch knechten, auch nachher noch. Der kam mit der Peitsche rein und hat erstmal alle niedergemacht. Erstaunlich, ne? Das hat er aber also für den normalen Fernsehzuschauer gut versteckt. Nein, sage ich ja. Rüber, einer kommt der getänzelnd raus und, ja, und macht da einen auf entspannten Freund und so. Ja, okay. Ist die Frage damit ja beantwortet. Krass. Mhm. Aber es funktioniert. Gab es mehr der Sorte, ohne Namen zu nennen? Oder? Ja. Ja, ja, okay. Es ist schon der Unterschied. Viele hatten auch einfach Stress auch vor der Kamera. Mhm. Ne? Also große Stars, die Stress hatten und diesen Stress einfach abgebaut haben, indem sie die einfach unangenehm waren in Zusammenarbeit. Ne? So, weil sie irgendwie Schuldige, immer dauernd Schuldigen brauchten. Ja. Ne? Und so, was man ganz klassisch früher, der Regisseur beim Film, Fernsehen, so, der Berserker, ne? Der einfach Angst erzeugen will, weil er glaubt, über Angst sind alle bei der Arbeit konzentriert. Das wird aber in vielen Branchen so gedacht. Ne? Das ist nur so. Die Angst erzeugt, ja, die Konzentration. Ja, ja. Und angeblich auch die Motivation. Und wenn ich jetzt locker lustig bin, dann kommt der Schlendrian. Ja, ne? Ja. Und da, ich habe es eigentlich immer anders da erlebt. Da geht das Wohlfühleffekt dabei weg. Mhm. Ne? Ja, glaube ich. Da haben sie noch ein Zärtliche Chaoten 2 gemacht. Ja. Dafür wurden sie oft gelobt. Dafür gibt es viele, viele Fans, die diesen Film rauf und runter, ja, runter geguckt haben. Filme, so haben sie aber sonst nicht so viele gemacht. Also, ne? Ich habe natürlich, das war das Erstlingswerk auch entstanden, verrückt. Ich war immer so beratend mit Thomas Film, ob Supernasen und Zwei Nasen klangen super, zwar liegen ja alle davor tätig. Und, ja, und Thomas hat gesagt, findest du, und war immer beratend, immer dabei, teilweise dabei, auch Dreh, aber hatte keine Funktion. Mehr so als Freundschaftsdienst. Und irgendwann war Zärtliche Chaoten Teil 1 ja fertig und den fand ich grauenhaft. Also ich konnte mit denen nichts anfangen. Dann sage ich mit Thomas, das kann ich auch. Also wie man das sagt, so wenn man nicht jetzt wirklich, das kann ich auch, sondern das kann meine Oma, ja, also sagt das, man, das kann ich auch. Ja. Ne? Und habe ich auch den Produzenten, mit dem wir auch befreundet waren, aus Österreich, der Produzent war, sage ich, also, das hätte ich auch gekonnt. Mhm. Und der sagt, dann mach doch das Nächste, das mache ich dir. Aber immer noch nicht ernst nehmen, so ungefähr, das mache ich mit links. Habe aber noch keine Ahnung von Regie gehabt. Ach so, okay. Nee, das war das Erste. Das war, und er hat gesagt, was? Machen. Mhm. Jetzt machst du es. Mhm. Nee, außer eine Diashow mal zusammengestellt, von der Amerika-Reise hatte ich noch nichts gemacht. So, und dann hatte ich den Job auch einmal und sage ich, na gut, dann mache ich das irgendwie. Learning by doing. Ja. Und dann hatten wir das Drehbuch, eigentlich zärtlich in Gran Canaria, war das gedreht. Und dann auch war es da spontan, war schon nach der ersten Drehwoche kam dann der Produzent, wir haben noch David Hasselhoff, wir müssen dem noch eine Rolle reinschreiben. Stimmt, war auch dabei. Ne? Ja, und dann mussten wir und haben Thomas und ich nachts eine Rolle geschrieben für den, wo wir schon gedreht haben. Aber es fand das auch prima, das hat ja auch funktioniert. Und das war dann für mich so, dass ich hin und wieder dann schon Regie geführt habe, aber immer auch bei anderen Produzenten, bei Befreundeten. Ich habe dann einen Kinofilm noch gemacht, Keep on Running, wo Thomas das Drehbuch geschrieben hat über die 60er Jahre. Dann habe ich aber auch ARD-Fernsehserien gemacht oder Schloss am Wörthersee Regie geführt. Also ich habe da nichts ausgelassen, aber auch als Spaßfaktor. Ne? Also ich war da so ein Lusttäter und ich sage euch, ich mach's, ich habe Lust. Roy Black. Ja. Hat meine Oma immer ganz gern geguckt. Ja. Aber das war doch wahrscheinlich ein netter Mann, oder? Der war nett. Gut, war das wollte ich nur hören. Das, keine das Frage. Der war schon sehr nett. Und er war ja auch nicht gesund. Ne? Ja. Schon zu der Zeit, zu den Dreharbeiten nicht. Und so und war sehr nett, unheimlich. Also auch sehr kooperativ. Ja. Haben Sie eigentlich irgendwann bewusst weniger gemacht fürs Fernsehen? Oder hat bewusst sich das nicht. Also das ist immer natürlich. Also ich war ja lange Zeit festangestellt. Nicht lange Zeit, eigentlich eben nicht. Festangestellt war ich
Nach der langen Durchstrecke, die ich vorhin erzählt hatte, von Kabelhilfe bis zum Festanstellung waren es 4 Jahre. Ja. So, und das wollte ich, diese Zeit wollte ich nicht wieder erleben, war froh, festangestellt zu sein. Bis ich aber 84 und dann auf einmal das Angebot bekommen habe, Unterhaltungschef beim hessischen Fernsehen zu werden. Damals war ich eben 34 und so. Ich dachte, ja, aber tolles Angebot, aber ich wusste, dass diesen Durchblick hatte ich. Es gibt zwei Schienen im Fernsehen. Es gibt die kreative im Studio, gestalterisch, und es gibt die hierarchische am Schreibtisch, der dann anruft und sagt, wie läuft es denn bei euch im Studio? Ja. Ah, bin ich ja beruhigt. Und dann ruft er woanders an. Ich bin der Kreative und sage, jetzt habe ich genau genommen einen Schreibtischjob angeboten bekommen. Wie gehe ich damit um? Und dann bin ich damals zum ZDF und sage, ich muss das machen. Und dann haben dann die gesagt, nee, das ist nichts für dich. Pass auf, wir haben einen Vorschlag. Du kündigst jetzt bei uns und wir geben dir einen 2-Jahres-Vertrag als Freischaffender mit einer Auftragsgarantie. Du ziehst nach Bayern, weil der Thomas wollte, dass ich dann zum Ammersee komme, um dann näher mit ihm zusammenzuarbeiten. Und diesen Garantievertrag habe ich dann angenommen. Und deshalb war ich da eigentlich der erste Producer. Das kannte man gar nicht in Deutschland. Producer ist übersetzt Produzent, aber der Produzent ist ja mit eigenem Geld. Ja. Und ich sage, nee, Producer arbeitet working with other people money. Also der arbeitet mit anderem Geld, ist der Producer an Produzentenstelle. Dann gab es Vertragsprobleme. Man kann doch nicht Producer, das englische Wort, in einen deutschen Vertrag einschreiben. Ja, und undenkbar, auch heute noch. Man hat es dann getan. So habe ich so wirklich jetzt heute den Vertrag als erster Producer. So, und so ist das immer entstanden bei mir aus einer Lust heraus und war immer gesettelt mit Aufträgen. Immer gesettelt, weil ich immer auch Aufträge, Garantieaufträge und immer Jobs hatte. Ja, ja. Und das ist heute nicht mehr so. Mhm. Das heißt, heute kehrt sich das wieder in die ersten 5 Jahre rum, wenn man ehrlich ist. Das heißt, ich bin relativ früh, wie alle auch, in dieser sogenannten Altersschiene, wo man ab 40, ab 45 spätestens schon zu hören bekommt, junges Fernsehen wird von jungen Machern gemacht, weil die einander verstehen. Und nur durch den Kredit, den ich hatte, mit dem, was ich gemacht habe, konnte ich immer noch ein bisschen wedeln. Durch das Werk und durch den guten Namen. Doch bitte. Ja, ja. Ich bin doch der. Ich bin doch der. Ja. Und die Ideen sind dann nicht vom Alter abhängig. So. Aber ich bin heute wieder in der Akquisemühle. Das heißt, ich erfinde, mache, tue und bewerbe mich um Jobs beim Fernsehen, was ich eine lange Zeit nicht machen musste. Und das machen Sie auch, solange sie leben? Weil ja, wo ich sage, irgendwann bis einen der Schlag trifft. Ja, schon. Ja. Also John Huston mit 98, so in Amerika, hat es immer einen Drehort erwischt. Das ist so mein Vorbild. Schön, freut mich zu hören. Aber das ist jetzt auch okay für Sie. Also man kann das jetzt Nee, ich hätte es gerne anders. Ich hätte gerne das an der Perlenschnur, dass ich sozusagen vor Anruf mich nicht retten kann. Ja. Da hätte ich gerne. Ist aber da nicht so eine gewisse Souveränität drin, dass man sagt, ich muss auch nicht mehr alles machen? Ach, ich mache eigentlich fast alles. Nein, das nicht. Aber also ich bin ein, das stimmt schon. Was ich nie gemacht habe und was auch finanziell bestimmt zu großen Einbußen geführt hat, oder Verzicht, nicht Einbußen, Verzicht. Ich habe nie Trash-Fernsehen gemacht, weil ich das auch nicht mochte, anzugucken, Trash. Also egal, ob Dschungel oder andere oder Trash oder Schwiegermutter gesucht oder das gesucht. Mhm. Also, ich konnte mit diesem Reality-TV nichts anfangen. Als Zuschauer nicht. Und ich habe immer auch Fernsehen gemacht mit dem, was mir selbst Spaß machte. Da war ich am stärksten. Das habe ich übrigens von Rudi Carrell gelernt. Der sagt, mach nicht das, was andere glauben, richtig ist. Dann mach das nicht. Du machst das, was du für richtig hältst. Und hör nicht nach links und rechts. Dann bist du am besten. Auch wenn du untergehst, aber du bist am besten glaubwürdig. Das sagt man Rudi Carrell, der sich gar nicht geschert hat, was man ihm gesagt hat. Das habe ich von ihm übernommen. Also, habe ich gesagt, ich verweigere mich dem Trash. Und habe ich auch gesagt, vielleicht könnte ich es auch gar nicht. Ich müsste doch meine Mitarbeiter, ist das jetzt schlecht genug? Muss ich da noch eine Lampe wegziehen? Muss ich da noch eine Kamera wackeln lassen? Ich wäre es wahrscheinlich auch gar nicht. Und da hatte ich schon Angebot, ich habe es einmal versucht mit Fliege. Mit Pfarrer Fliege habe ich mal an einem Pfarrertausch
für die ARD produziert. Aha, okay. Irgendwie ist das so gerade so noch vorzeigbar für mich halb gewesen. Halb seriös und auch schon auf dem Weg. Weil Pfarrer war noch die Kirche, irgendwo den Segen dahinter. Da kann ich schief gehen. Ja, okay. Aber da habe ich mich verweigert, aber ich hätte das machen können, dürfen und hätte da noch einige Euro natürlich verdienen können. Ja, vor allem diese ganzen Formate, die Sie gerade genannt haben, die nehmen natürlich auch Sendeplatz weg für alles andere. Ne? Ja. Also nein, weil man auch der eigenen, das sind ja auch Fremdformate letztendlich und das ist das Üble natürlich, dass man nach wie vor der Kreativität nicht so richtig vertraut. Mhm. Das heißt, wenn ich in die Akquise gehe, damit meine ich gehe ja mit den Ideenkoffer zu Sender immer noch und sage, Ideen 1A, Ideen sind dutzend billiger. So, und die stöhnen schon, wenn ich komme. Sag ich, Dressler, wenn du kommst, Denn weiß ich schon, du packst eine neue, von der wir bis dahin noch nichts gehört haben. Also neue Ideen, sag ich ja, soll ich denn mit alten Ideen kommen? Ja. Nein, was ist das Problem? Hat einer zu mir gesagt, du kommst mit einer neuen Idee. Angenommen, die überzeugt mich und wir machen das. Und das wird ein Flop. Dann habe ich ein tierisches Problem, dass ich als Programmmacher, Entscheider nicht entdeckt habe vorher, dass das nicht sein kann. Und du als Wetten-das-Macher hast genau deine Kreativität verloren. Also vergiss diese ganzen neuen Ideen. Komm mit das, was in Frankreich läuft, in Dänemark läuft, wo du mir die Presseartikel, die Videokassetten sagen kann, das läuft. Und wenn es hier nicht läuft, haben wir trotzdem alles richtig gemacht. Die Zuschauer wollten sich. Ich sage, oh Mann, das werde ich nie denken können. Das heißt, ich komme in 4 Wochen wieder mit einer neuen Idee. Ja, ist das überhaupt jetzt alles so, weil viel weniger Fernsehen geguckt wird, wenn man jetzt aufpassen muss, was man macht? Oder haben Sie auch schon mal was fürs Internet produziert? Oder für andere? Nur fürs Internet nicht. Ich habe viel weil ich irgendwann habe ich natürlich vor Jahren und das auch schon Jahrzehnten erkannt, dass man heute nicht mit Papierkonzepten mehr Ideen, neue Ideen schon gar nicht verkaufen kann. Das heißt, wenn es schon keine Idee aus Dänemark ist, dann muss ich etwas selbst produzieren. Ja, dann muss ich es selbst finanzieren. Mhm. Piloten ohne Senderauftrag. Mhm. Und da habe ich so einiges im Schrank. Und das sende ich dann auf meinem YouTube-Kanal, weil es gar nicht mehr wollte. Also habe ich fürs Internet unfreiwillig produziert. Nein, das ist tatsächlich das Problem, dass man eben dieser eigenen Kreativität nicht so richtig vertraut. Mhm. Also habe ich schon mal überlegt, ich produziere in Italien, um über diesen Umweg, in Italien läuft es dann hier. Ist es da anders? Ist das ein deutsches Phänomen, oder? Ja. Es ist, ach so. Leider, die Holländer produzieren nur eigenes und verkaufen es. Ich habe mir immer gedacht, besser Lizenzen schaffen, als Lizenzen kaufen. Mhm. Aber auch wieder meine Grundhaltung, und wenn es nicht wird, ja, ist für mich das wirklich nicht so ein Problem, wenn mal was nicht gelingt. Aber diese Angst der Entscheidungsträger in fast allen Senderanstalten ist so groß, die lähmt die Entscheidung, etwas falsch zu machen, wo einer dann, es gibt ja immer noch einen Höheren, der dann zeigen könnte, wer hat das zu verhandeln? Ja. Also mit dem Fingerzeig, lieber auf Nummer sicher. Das ist auch egal, ob privat oder öffentlich-rechtlich. Ja. Das heißt, daran lähmt, dass die Entscheidungsträger Angst haben, Dinge falsch zu entscheiden und nicht sagen, was soll's, dann machen wir was anderes. Ne? Ist eigentlich auch nicht tragisch, gerade nicht auf dem Gebiet der Unterhaltung. So what, ne, so ich sage, also das muss man doch irgendwo mal in Stellenwert sehen, aber das ist immer in einer großen Verkniffenheit, wird das gesehen. Das ist interessant, weil Sie sind ja schon so lange im Business und trotzdem kämpfen Sie da noch so gegen an und trotzdem haben Sie auch noch nicht so richtig die andere Seite verstanden, offensichtlich, oder umgedreht. Ne? Also man findet da nicht zusammen, in all den Jahren nicht. Es hat wieder mit Mensch zu tun. Ja. Du brauchst sozusagen das Glück, dass auf einmal hinter der Tür jemand sagt, super, und das machen wir. Die werden mich ja alle steinigen, aber das machen wir. Ja. Ne? Ja. Aber diesen Satz hörst du immer selten. Da machen Sie mit Thomas Gottschalks Schwester eine Talkshow. Ja. Da habe ich jetzt ein paar Folgen im Internet. Mhm. Das ist so ähnlich wie hier eigentlich so ein bisschen. Ne? Ja, ein Mann, also ein Gast, eine Stunde. Wir haben mit der Raffaela, in der Tat habe ich irgendwann, also auch die Raffaela wollte immer ins Fernsehen. Mhm. Und der Thomas war immer dagegen. Er sagt, ein Gottschalk reicht. Und dann macht die mit ihren Hintern das kaputt, was ich mir aufgebaut habe. Also, echt so. Ja, und die Raffaela hat es akzeptiert. Mhm. Ne, gesagt, nee, ich will schon den Segen meines Bruders haben. Mhm.
Aber wir haben sie gecastet in den Kulissen, auch wo Thomas gar nicht wusste, wie lohnt sich das die Arbeit. So, und dann haben wir jetzt mal versucht, mit ihr eine Talkshow zu machen mit mehreren Gästen. Und das funktionierte nicht so wirklich, weil ich merkte, da hat sie nur nicht, oh, dann spricht da jemand, spricht da, war sie hin und her gerissen. Und dann haben wir gesagt, versuchen wir mit einem Gast konzentrieren. Und hat aber auch der Raffaella gesagt, alten Zeiten wie früher bei deinem Bruder, keine Karteikarten. Das heißt, wenn der Gast zu dir nach Hause kommt, hast du auch keine Karteikarten. Du musst einfach neugierig sein, du musst was wissen, aber keine Karteikarten. Frag einfach, hör zu. Und das hat sie auch bis heute beherzigt. Und das machen wir seit 2 Jahren als tägliche Talkshow auf Welt der Wunder, ein frei empfangbarer Spartensender. Und das macht sie gut. Wir waren jetzt sogar auf Mallorca und haben da eine Woche produziert. Und da ist sie neugierig, egal ob es ein Schubeck ist oder eine Geisel von Lufthansa-Entführung, die wir neulich hatten. Die stellt sich sofort auf den Gast ein und das ist eine spannende Stunde. Und jetzt wird irgendwie Zeit für einen Senderwechsel. Also auch da ist es so, man produziert das en bloc, ja, man, gut, produziert, klar, man produziert in einer Woche 10 Sendungen, ne? Also eine am Vormittag, eine am Nachmittag, eine Stunde, ja, und dann hat man wieder 10 und diese Spartensender brauchen nicht 365 Tage, 365 Sendungen, das wäre ein schöner Auftrag, sondern die senden diese 10 nochmal, bevor es dann wieder in die nächste Staffel gibt. Ja, das kann man auch dann, glaube ich, schaffen. In der Wiederholung. Machst du ja auch hier ohne Karten, das ist auch eigentlich... Ja. Richtig. Schön, man muss sich halt vor so ein bisschen vorbereiten, Grundinteresse mitbringen und dann. Aber die Karten, finde ich, das nimmt überhand. Also auch jetzt bei D2, bei Gottschalk, also wo alle Bauer, das sind ja mittlerweile solche Stapel an Karten und die werden auch immer größer, weil sie nicht mehr richtig lesen können. Die Karten werden die Schrift größer. Das zeigt ja nur, wie sehr Format das alles ist, dass da wirklich gar nichts und gerade so ein Gottschalk oder andere Entertainer, die funktionieren, ja, Joko und Klaas ist auch ein gutes Beispiel, die funktionieren natürlich am besten, wenn sie einfach machen können. Ja, aber das weiß ich eben dann auch noch aus der Zusammenarbeit, auch der Kollegen, die dann nach mir kamen, mit Thomas gearbeitet hat. Ich habe dem Thomas das Notwendigste erzählt, wo ich sage, das behält er sich und relativ kurzfristig untersetzt. Und dann, ich habe ja immer noch Zeit in den Showteilen, wie andere Dinge zu erzählen. Aber so Nachfolger, die haben dann solche Ausarbeitungen gemacht und haben das dem Thomas sozusagen rübergegeben. Das blieb ungeöffnet, diese Umschläge. Ach ja, stimmt, die haben mir da was geschickt. Ja, hast du nicht gelesen? Ich habe dir das doch klein, säuberlich alles geschrieben. Ach so, hast du das? Ja, ach, das war an diesem Briefumschlag, da habe ich nicht gelesen. Also, das war verweigert. Zum Geburtstag von Frank Elstner, diese Jubiläumsshow, die so ein bisschen aufgebaut war wie Wetten, das. Ja? Das war ganz großartig. Ne? Da haben sie sich auch auf seine RTL-Sendung wie Jeopardy und so auch bezogen, aber im Groben war das so, so ein Revival. Ich war auch eingeladen, leider krank. Ja. In dem Fall, man muss aufpassen. Ich war auch eingeladen, war schade, dass ich absagen musste. Hat mir gut gefallen, ja. Sowas würde funktionieren noch einmal im Jahr, oder kann man sich das vorstellen? Na gut, auch da wieder kann man vergleichen. Irgendwann hat das ZDF für Thomas eine Geburtstagsshow gemacht. Die fand ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ne? Aber die Geburtstagsshow für Frank war wiederum gut. Mhm. Hat aber nicht das ZDF gemacht, sondern die ARD. Mhm. Obwohl, hätte eigentlich zum ZDF gehört, eine Geburtstagsshow für Frank zu machen. Also man weiß auch hinter den Kulissen nicht. Also ich finde großartig solche Rückblickshows, ne, die einfach ein Leben auch mal aufbereiten lassen. Es gab ja ein klassisches Format, das war ihr Leben. Mhm. Anno Dumholz haben wir im Comedy-Bereich mit Hella von Sinn habe ich das produziert. Wenn die Putzfrau zweimal klingelt, hieß das. Aber es war letzten Endes ihr Leben geklaut. So, und das gibt es kaum noch, weil ich auch weiß, selbst ein Thomas, der nächstes Jahr 70 wird, oder andere, die wollen nicht auf einem Thron sitzen und mehr oder weniger alle kommen vorbei und verbeugen sich ehrwürdig. Und das gefällt den wenigsten selber. Da muss man schon eine originelle Idee haben, wo man sagt, das ist nicht, dass ihr sozusagen alle ausgrabt, meine ganzen Freundinnen oder dies und jenes hier, sondern ich will da auch auf keinen Goldthron sitzen. Also da kann man noch dran arbeiten, wie man das am besten schafft. Also ich finde ganz, ganz toll, mit wie viel Leidenschaft Sie das Ganze erzählen. Also Sie leben diesen Job. Ne? Absolut, ja. Ich gehe auch nicht hier raus und bin dann sozusagen Fall in mich zusammen. Das werde ich gleich beobachten. Wollen wir mal gucken. Das liefern wir danach unter Umständen. Ja. Aber das ist irre, was Sie alles erlebt haben. Da läppert sich was zusammen, stimmt.
und sich auch diese Freude haben nicht nehmen lassen, auch wenn mal was anderes nicht geklappt hat oder wenn... Nein, weil meistens, also zumindest klingt es jetzt so, sie können ja auch nur in dem Wasser schwimmen, das ihnen gegeben wird. Völlig richtig. Also es wird mühsamer, machen wir uns nichts vor. Obwohl das Fernsehen sich ja ausbreitet und die Auftragslage für jeden Produzenten oder Macher eigentlich großartig sein müsste. Aber ich habe das immer in anderen Kriterien bemessen. Das freie Arbeiten, das freischaffende Arbeiten, das nicht formatierte. Und das wird mühsamer in hinteren Kulissen. Und ich sage mal, der Club oder die Anzahl der Schafsnasen wird schon größer, die eben auch die Laune verderben wollen. Nur da habe ich mir eigentlich zum Das stimmt, das meine ich. Das ist ganz gut. Also da habe ich mir einfach gesagt, ich lasse mir die Laune nicht nehmen von niemandem und die Zuversicht und Optimismus auch durch das gelingen kann. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier die Freude gemacht haben, anderthalb Stunden ein bisschen zu erzählen. War sehr, sehr lustig und auch sehr interessant. Alles klar. Alles Gute für Sie. Prima. Alles klar. Schönen Rückflug. Gut. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder, dann haben wir November. Tschüss.